Ahoi, ihr Lieben, zum, ich würde sagen, meist erwarteten Live-Rundgang überhaupt. Ganz klar, es geht auf die AIDA Prima. 4 Nächte bin ich ja unterwegs, von Hamburg nach Hamburg über Southampton. Ja, es hat endlich geklappt. Das Schiff ist da mit über einem Jahr Verspätung. Ich bin heute mal so ein bisschen inkognito unterwegs, ja, weil es draußen ein bisschen frisch ist, weil es wirklich doch so auf so einer Ganzjahresreise, es sind eben Temperaturen heute maximal 9 Grad. Aber jetzt legen wir erstmal hier drinnen los, und zwar sind wir ganz unten auf Deck 3. Und zwar befindet sich hier der Pier 3 Market. Der Pier 3 Market soll quasi sein die erste begehbare Minibar der Welt. Ja? Also die Überlegung ist, dass man sich hier das Frühstück holt für die Kabine, wenn man nun Lust hat, irgendwie auf dem Kabinenbalkon zu frühstücken. So, und das kann ich nun hier machen. Hier gibt es nun beispielsweise Croissants. Ja, und dann hier in diesen Fächern sind hier so Kühlschränke. Da sind hier Sandwich beispielsweise, so, und Getränke. Ja, hat man hier irgendwie, ich finde ja so ganz hübsch in der Wand eingelassen. Ist mal ein bisschen was Ungewöhnliches, ja. Sieht jetzt nicht so aus wie an einer Tankstelle oder so, sondern hat man designmäßig echt schon so ganz gut gemacht, wie man das hier eingebaut hat. Ja, auch wichtiger Punkt, man kann nun auch bei AIDA eine Kaffeemaschine für die Kabine bekommen. Allerdings kostet das Geld, Leihgebühr 19,90 Euro für eine Reise mit insgesamt 12 Kapseln. Also ist immerhin eine Option für alle, die sagen so, ach Mensch, den ersten Kaffee hätte ich ja doch gerne irgendwie auf dem Kabinenbalkon und will dafür nicht mich irgendwie erstmal irgendwie anziehen müssen oder so. Ja. Wenn wir hier mal gucken, hier im hinteren Bereich, hier finden noch wichtige Arbeiten statt, glaube ich, mit Menschen, die wir da auch aus Japan oder was. Hier kann man dann sitzen. Ja, zum Beispiel, das gehört eben zu diesem Pier 3 Market dazu. Der hat auch quasi immer geöffnet tagsüber. Ja, Kaffee kann ich hier bekommen oder eben alle möglichen Getränke. Und hier auf der anderen Seite, ja, sind auch nochmal diese Fächer in der Wand eingelassen, aber hier gibt es dann irgendwie kalte Dinge. Ja, zum Beispiel belgische Pralinen oder Süßigkeiten oder all die Dinge. Weil das ist ja so, ne, auf so einem Schiff, man hat viel zu wenig zu essen, deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man dann immer was kriegt hier. Ja, Getränke. Nein, natürlich nicht. Ne? Also es ist natürlich so, es gibt natürlich auch an Bord der AIDA Prima gibt es natürlich mehr als genug. Und hier könnte ich dann sitzen. Man sieht auch schon wieder hier so die übliche AIDA-typische Farbgestaltung. Ja, dieses freundliche, in hellen Tönen, in strahlenden Tönen gestaltete. Ja, also das findet sich hier ganz klar wieder. Man kann sowieso sagen, die AIDA Prima ist schon auch eine eindeutige Fortschreibung der vorherigen Schiffe. Ja, also es ist nicht so, dass man jetzt gesagt hat, so, oh, wir machen jetzt was ganz was Neues, sondern das werdet ihr auch im weiteren Verlauf sehen, ja, dass man immer mal wieder Elemente hat, die von den alten Schiffen bekannt sind, was aber natürlich auch damit zusammenhängt, dass diese Designerteams schlicht identisch sind. Ja, ganz egal, ob das Schiff nun in Nagasaki gebaut wurde oder in Papenburg. Es kommt halt eben viel aus den Händen von Partnership Design in Hamburg, die eben die Schiffe seit vielen Jahren gestalten. So, von Deck 3 geht es jetzt hoch hier auf Deck 4. Ja, das ist dann der Bereich, das ist dann der Rezeptionsbereich zum Beispiel. Also der befindet sich hier hinten. Das ist so ein bisschen losgelöst eigentlich ansonsten vom Schiff. Ja, denn ansonsten ist hier auf Deck 4 so richtig viel gar nicht. Aber hier, hier kann man nun in Ruhe hier an die Rezeption gehen, muss am Einschiffungstag, kann das mal ein bisschen dauern, muss man eine riesen Schlange hier am ersten Tag, aber ansonsten so sieht man das, ist das so hier das ganz normale Aufkommen. Ja, guck mal, hier auch interessantes Kunstwerk hier, ja, was auch immer. Oh, man würde sich so wünschen, dass man hier zum Kaffee trinken könnte man dann hier überall eine Torte raufstellen oder so, sehe glaube ich super aus, ne? Und dann könnte man hier Torten servieren. Aber gut, so, hier sehen wir schon mal einen dieser neuen Bildschirme, die es jetzt gibt. Auf diesen Bildschirmen, jetzt starten, da habe ich nun das AIDA Bordportal, was ich auch sehen kann, problemlos auf meinem Smartphone. Und ja, da kann ich mir gucken, was ist jetzt gerade los. 12.59 Uhr, da sehe ich, Mensch, wo sind wir gerade? So, ja, und kann auch gucken, welche Restaurants haben gerade geöffnet, kann irgendwie Restaurants reservieren. Kann sogar, ich glaube, Ausflüge kann man sogar auch buchen. So, das geht hier alles. Also geöffnet haben jetzt diese ganzen Restaurants. Also genug zu essen gibt es auf jeden Fall. Ja, also das hier jetzt auf
Deck 4. So, ja, wie werden wir jetzt über vorgehen in diesem ganzen Rundgang? Wir werden zweimal schneiden sozusagen. Und zwar, das ist jetzt einmal der erste Break, denn wir springen jetzt hier von Deck 4 auf Deck 6 und zwar relativ in den hinteren Bereich und zwar Richtung Marktrestaurant. Bevor wir aber reingehen ins Marktrestaurant, gucken wir uns mal etwas ganz Besonderes an. Und zwar ist hier ein ganz besonderer Fahrstuhl. Ich würde mal sagen, Disco-Fahrstuhl auch genannt. Ja, guck mal, oh Gott, geht hier die Tür schon wieder zu. Aber man hat jetzt hier diesen lustigen Effekt. Ja, jetzt würde man normalerweise noch auf einen Knopf drücken und dann erscheint da das Gewicht. Nein, so weit nicht. Ja. Aber es wäre mir ganz lustig. Wenn wir einmal mit reinkommen, bitte. Was man ganz gut hört, der Fahrstuhl spricht. Barrierefrei. Die Türen schließen. Ja, die Türen schließen. Türen sind geöffnet. Ja, so, das ist irgendwie so ein bisschen, natürlich so ein bisschen, wenn man da steht und wenn man das anhören muss, ist ein bisschen nervig, aber man muss klar an die denken, an die das natürlich nicht, sehen können oder so, ja, und das ist ganz klar, dass sowas heute relativ selbstverständlich ist, dass man solche Sachen eben barrierefrei gestaltet. Das Marktrestaurant ist ja an Bord der AIDA Prima auch das größte Restaurant, wie das eben auf den anderen auch so ist. Es ist, wenn man sich das anguckt von der Gestaltung, irgendwie so, wie es auf den anderen AIDAs auch ist. Ja, man kommt erstmal rein, jede Menge Obst. Das ist jetzt nicht Deko, ne? Oder man muss da auch gar nicht so ehrfürchtig denken, so, ach, das darf man gar nicht essen, aber von wegen, man darf das essen, man kann es essen, man soll es auch essen, sonst vergammelt es irgendwann. Also deswegen nehmt euch immer Obst, wenn ihr hier seid, ist eh gesund. Ja, also das ist das typische Marktrestaurant. Was hier ein bisschen anders ist auf der AIDA Prima, das Marktrestaurant bietet hier jeden Abend im Prinzip immer das gleiche Essen, weil man eben erreichen will, dass die Menschen nicht jeden Abend ins Marktrestaurant gehen, wie es auf den anderen Schiffen so ist. Und ich habe unter anderem im Marktrestaurant in Belladonna habe ich zwei Essenszeiten, in dem dritten glaube ich auch noch, ich weiß aber nicht in welchem. Das heißt einmal 18 bis 19.30 Uhr am Abend und dann nochmal später ab 20 Uhr bis 21.30 Uhr. Ja, kulinarisch gehen wir einmal mal durch. Wollen wir jetzt gar nicht so jetzt im Detail angucken. Ich habe hier Antipasti beispielsweise auch wieder in diesen üblichen Schüsseln, die ich das aber von den alten Schiffen, die keine Schüsseln sind, wie man das davon natürlich auch kennt. Also das ist kein großer Unterschied. Es ist das, was ich an Aufschnitt, an Essen kenne. Ja, also da habe ich im Wesentlichen keinen großen Unterschied feststellen können. Ja, hier ist das so ein bisschen im Bereich, alles ein bisschen gesünder. Mit Rhabarbergelee, Gemüsesticks, Kichererbsensalat. So, ja, also das ist jetzt nichts, was irgendwie spektakulär wäre, aber einige Neuerungen gibt es doch und denen nähern wir uns jetzt. Und zwar ist es ja so, dass im Reisepreis enthalten ist, normaler Tischwein in Rot oder in Weiß. Das ist natürlich jetzt von der Qualität eher so, das ist ja etwas günstigerer Wein. Also man kann ihn trinken, ja, man kann auch Spaß damit haben mit diesem Wein. Aber es ist natürlich so, ne, wenn man ein bisschen mehr will, dann ist man jetzt künftig hier richtig. Das ist so eine Weinstation, wo nun hier einzelne Flaschen drin sind. Ja, Rotwein ist ja nun nichts für mich. Gucken wir mal hier beim Weißwein. Wobei, die sind ja eh außer Betrieb alle. Aber macht nichts, sonst hätten wir mal abzapfen können. Hier halte ich dann meine Karte ran. Bitte Bordkarte vor den Leser halten. Jawohl. Und jetzt würde ich eben hier einen Wein auswählen. Bislang nicht sehr teuer. 0,2, 2,90 Euro. Nur unwesentlich teurer als ein Espresso, den es jetzt hier auch gibt. Das gucken wir uns gleich mal an. Könnte ich auch einen trinken. Also ich hätte auch Lust auf einen Espresso, glaube ich. Gucken wir uns gleich mal an, wie das funktioniert, wenn es auch funktioniert. Ja, also das ist im Prinzip eine gute Geschichte. Ne? Für alle, die eben sagen, so, ich habe ein bisschen mehr Bedürfnisse, was Wein angeht oder so, kann man den eben ganz gut trinken. Das wird natürlich dann irgendwann auch instand gesetzt und dann wird das auch funktionieren. Genau, die Kaffeemaschine, die genau das Gleiche in Grün sozusagen möglich macht, die steht hier vor dieser Säule ein bisschen versteckt. Und da können wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Also ich halte hier meine Karte ran. So, bitte warten. Ja, leider die Karte nicht gedeckt. Wir können nichts mehr bestellen. Nee. Ach so, Produkt wählen, ja. So, jetzt nehme ich hier die Tasse, Espresso. So, drücke da einmal rauf. Ja, ist halt eine Kaffeemaschine. Ist, so, 2,10 Euro halt das Ganze. Ja, wenn man das nur nicht investiert, kaffeemäßig außerhalb des Frühstückes, gibt es halt sowas hier. Nescafé Gold Blend. Also muss man sagen, so kaffeemäßig ist man hier nicht so sonderlich gut versorgt, ne? In den Buffet-Restaurants. So, guck mal, das ist doch mal gut hier.
Also von der Bohne her würde ich sagen, okay. Also es schmeckt jetzt ein bisschen komisch, weil ich vorher die Weintraube hatte. Aber also man sollte es nicht, ich glaube, der Kaffee schmeckt nicht so, wenn man ihn nach Genuss von Weintrauben trinkt. Aber nein, ist alles gut damit. Ich habe ihn auch schon anderweitig getrunken. So, also hier die üblichen Inseln, die ich habe, Vorspeisen und so weiter. Man sieht im Übrigen, ne, was so Dekoration angeht, das macht AIDA einfach spitze. Ja? Aber guck mal, alles in solchen Boxen mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das schon immer so ist, ja, dass man wirklich so hermetisch da die ganze Deko drin hat, sodass das irgendwie nicht staubig werden kann. Und, ups, ganz intelligent gemacht. Das wäre auch was für mich zu Hause, finde ich, für die Dekoration in meinem Wohnzimmer oder so. Ja? Also wenn ich da nur solche Boxen irgendwie auf die Schränke stellen müsste, fände ich das super praktisch. Ja, man hat hier, wie immer, üblich hier, ne, diese Schilder, wo alles dran steht. So, es gab auch schon vegetarische Hähnchenbrust, stand irgendwo dran. Also es gibt immer noch so kleine Fehlerchen. So. Ach, guck mal, da war ich ja auch angetan hier auf meiner ersten AIDA-Reise, die ich damals gemacht habe. Also wenn wir irgendwie konstatieren, eine kleine Schwäche im Kaffee, weil eben inklusive nur dieses lösliche Zeug, hier beim Tee ist das natürlich super, ne? Dass man hier diese Schubladen hat, das sieht erstmal richtig schön aus. Und so, also da will man gar nichts sagen. Natürlich weiterhin enthalten auch Bier oder so, was man sich eben selber zapfen kann. Guck mal, da können wir gerade mal sehen, das macht dort da auch, können wir da so nur von hinten, da ein freundlicher Mitarbeiter, der da gerade steht, nämlich dieser Herr da. So, wenn man also da nicht so versiert ist im schaumfreien Zapfen. So, jetzt gehen wir mal hier durch. Also das finde ich, ne, das sieht auch ganz gut aus. Also wie man das überhaupt in diesem Marktrestaurant immer macht. Ups, mit diesem, ja, letztlich natürlich künstlichem Grünzeug. Aber ich finde, es sieht immer sehr gemütlich aus. Ja? Also das ist sicherlich auch ein Erfolgsfaktor, finde ich, des Marktrestaurants, auch mit diesen Bäumen oder so. Ja, das ist ja was, was wir von den anderen Schiffen auch kennen. Auch hier diese Dekoration hier mit diesen Laternen und diesen Schirmen und so. Es ist einfach gemütlich. Ja, und es ist auch wenn wir mal gucken, das Marktrestaurant ist eigentlich auch immer das, was nie einen Außenbereich hat, sondern es hat hier immer so diese Fensterfront-Schrägen. Ja. Das ist tatsächlich eigentlich so, dass man, klar, man kommt hierher und man fühlt sich da sofort wie zu Hause oder weil man das eben genau wiedererkennt. Ja. So, jetzt wollen wir uns hier mal wieder raus gucken, dass wir den Weg finden, weil das hier mit den Laufwegen ist das hier nicht ganz so einfach. Also deswegen bitte ich euch auch um Verständnis, wenn es da ein bisschen zu Verwirrungen kommen könnte. Zwischendurch mal. So, gibt es hier irgendwas, was ich spontan noch essen will? Ach, das kommt später. Ja, also über die Desserts hier wird noch zu reden sein. Das machen wir nochmal an anderer Stelle. Ansonsten ist das Essen natürlich in einer Form so, wie man seit Jahren kennt. Es gibt, ach, das sage ich ja auch in meinen Videos, es gibt auch Fischstäbchen hier, ne? Also so ist es nicht. Wer es gerne so hat wie zu Hause, wie von Mutti zu Hause gemacht, der findet hier auch seine Fischstäbchen. Wobei, gibt es auch Muttis, die Fischstäbchen selber machen? Wahrscheinlich nicht, aber wenige zumindest. So, also Marktrestaurant haben wir einmal gesehen. Genau, ich überlege, ob ich hier noch irgendwas anderes Spektakuläres entdecke. Na gut, das Wichtigste ist hier, glaube ich. Sind das die Krokantstreusel? Nee, da sind die Krokantstreusel. Das Wichtigste, Haselnusskrokant. Wir kommen jetzt nicht ran, aber wir werden noch weitere Krokantquellen ausfindig machen in diesem Rundgang. Also dafür ist also gesorgt. So, das größte Restaurant haben wir damit abgehandelt. Also ja, zum Frühstück, wie immer, große Auswahl. Ich habe heute Morgen keine Omelettstation gesehen. Also die scheint es hier nicht zu geben. Nach wie vor im Marktrestaurant. Das ist natürlich so, es gibt hier an wesentlich mehr Orten als bisher Frühstück. Also das ist jetzt nicht so, dass man da auch zwingend reingehen muss, sondern es gibt sogar ein Brauhaus Frühstück beispielsweise oder. So, neues Restaurant, ja, gleich anschließend. Und das ist auch neu, ne? Auf den bisherigen AIDAs ist es ja so, hinter Marktrestaurant, lasst mich überlegen, kommt nichts. Also auf der Sphinx-Klasse, nee, da ist kein Restaurant dann. Und hier schließt sich nun gleich das nächste Restaurant an. Das ist nun das Belladonna Restaurant. Italienisch, mediterran. Also ganz nach unserem deutschen Geschmack. Ja, hier natürlich auch mal wichtig. Handdesinfektion. Ach, guck mal, das war jetzt auch ein normaler Schuss. Ja, gestern bin ich an so ein Ding geraten, habe einmal reingefasst, war die ganze Hand nass. Also, ja, das war irgendwie noch nicht richtig eingestellt. Aber das sind natürlich die Sachen. Ja, das ist die erste Reise wirklich mit zahlenden Gästen. Dieses Restaurant, klein und kompakt. Ja, also man geht hier im Grunde einmal so rum. Das ist es im Grunde. Suppe,
Und hier am Abend im Prinzip auch das gleiche Essen. Also auch über das Tiramisu wird auch nochmal zu reden sein. Also ja, mit Desserts. Deswegen esse ich auf AIDA seit Jahren immer Eis. Damit kann man nichts falsch machen. Das ist das gute Eis von Langnese. Ah, und es gibt ja jede Menge Käse auch. Das muss man auch sagen. Käse, das ist ja was, was bei unseren amerikanischen Freunden nicht zwingend in dieser großen Auswahl so vorhanden ist. Es gibt auch abends dann noch, was ich ja liebe, eine große Schüssel mit Feigensenf. So, der. Aber gut, ich gehe zum Detail, glaube ich. Gehen wir weiter. Ja, Bella Donna. So, jetzt schauen wir mal. Also das war es ja noch nicht an Essen. Es kommt sogar noch ein weiteres, noch diverse weitere Restaurants hier. Vielen Dank. Ja, man sieht dann hier so ein bisschen das dann auch anders gestaltet. Ne? Also jetzt hier so in so einem etwas, ja, so als wäre das jetzt hier auf so einer italienischen Piazza oder so. Ich habe natürlich wie immer hier den berühmten AIDA Besteckständer. Ja. Ich weiß gar nicht, wer der Hersteller da ist. Das ist, steht das da drauf? Also es gibt mittlerweile auch günstige Nachahmerprodukte, aber das ist, glaube ich, oh, hier steht zumindest irgendwas mit Premium drauf, dann ist es wahrscheinlich teuer. Also guck mal, jetzt hänge ich das auch gar nicht wieder zurück, sondern lege es hier einfach hin. Ja, weil man will ja nicht, dass da jemand, also oder dass ich da angekrabbelt habe, wenn das da hängt. So. Ja, und es gibt seit einiger Zeit offenbar auch neue Karaffen. Also diese Form war mir auch noch nicht bekannt. Also wahrscheinlich die andere Form war ein bisschen ja, eckiger oder so. Und die wahrscheinlich lassen die sich die leichter reinigen oder wie auch immer. Ja, auch hier, ne, der Boden, ich sage ja Piazza-Atmosphäre. Ne? Also das zieht sich hier ganz gut durch. Und macht sich jetzt gar nicht so jetzt negativ bemerkbar, dass man jetzt sagen würde, das ist jetzt unglaublich laut hier oder so. Aber ja, dafür sind hier einfach jetzt nicht so die Massen im Moment, die hier durchgehen. Jetzt sind wir hier im italienischen Restaurant und zwar Besonderheit auf der AIDA Prima. Es gibt zwei weitere Bedienrestaurants. Bislang gab es ja nur auf fast allen anderen AIDAs das Brauhaus und oder auf vielen weiteren AIDAs, nicht auf allen. Aber hier gibt es jetzt eben auch das Casa Nostra. Hier ist Casa Nostra? Nee, Casa Nostra ist ein Restaurant in Hamburg. Das heißt Casanova. Danke. Casanova, guck mal hier, lauter Leute, die mir soufflieren können, das ist perfekt. Eigenheit in diesem Restaurant, Essen inklusive, ich zahle die Getränke. Die Getränke dann tendenziell nicht ganz günstig. Weinflasche, also wenn wir da vorhin gesehen haben, 0,2 Wein für 2,90, zahle ich hier für eine Weinflasche Weißwein ab 24,90, wenn ich richtig gesehen habe. Natürlich wird man da auch so ein bisschen experimentieren, ja, so nach dem Motto, was funktioniert und so. Und ja, wie gesagt, hier allererster Anfang. Also da esse ich heute Abend. Jetzt gucken wir mal weiter. Das ist tendenziell eine gute Idee. Natürlich muss man sagen, wenn man da hier so vorbeiläuft, das ist ein Laufweg und hier sind die Tische vom Bedienrestaurant hier direkt am Laufweg, am Laufweg. Also das ist natürlich nur so mitteloptimal, weil das ist so richtig, es ist jetzt nicht so der totale Garant für vollkommene Gemütlichkeit, wenn da jetzt Leute natürlich hier so ständig vorbeirennen. Aber na gut, man hat hier keinen, das ist jetzt nicht so wie im Rossini, dass wir auf jeden Fall später noch sehen, ja, wo das hier ein bisschen abgeschlossen ist oder so. Das ist es hier natürlich nicht. Ja, wir wollen einmal kurz in diese Richtung gucken. Das sind letztlich die Grenzen für das East Restaurant, was wir gleich nur sehen können, was allerdings geschlossen ist jetzt zur Mittagszeit, weil wir eben im Hafen sind in Southampton und da essen viele eben dann auch außerhalb. Sprach er, guckte, man kommt doch rein hier. Mensch, hätte ich gar nicht gedacht. Dachte, das wäre alles zu hier, aber ja, man sieht hier gleich auch nochmal ganz anderer Stil, ne? Also hier mit diesen Bambusrohren, so, ja, das ist so echt hübsch. Und hier schauen wir mal, ja, das ist hier nun da der Buffetbereich, der nun wie gesagt jetzt leer ist. Ich habe nun dort vorne einen, sie nennen das hier Teppanyaki-Bereich, muss man eigentlich mal ein Espresso mal trinken, habe ich 2,10 Euro bezahlt und also wäre eigentlich so schade, den wegzukippen. So, da kann ich mir nun am Buffet, kann ich mir da Dinge zusammenstellen, Fleisch und Gemüse und das wird dann da zubereitet. Also so ähnlich wie TUI Cruises, die Wok-Station, ja, so da in der Art. Ja, habe ich das ja eigentlich schon mal gezeigt. Ja, hier Softgetränke, natürlich nach wie vor im Preis inklusive zu den Mahlzeiten. Von Pepsi halt, nicht von Coca-Cola. Ich habe Bier und ich habe eben den Wein. Das habe ich schon tausendmal gesagt jetzt hier. Wir wollen das Video hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Gibt noch so viel zu sehen hier an Bord. Also, das East Restaurant. Ja, im Zweifel hat das dann eben mal zu, wenn man sagt, es sind nicht genügend Leute an Bord.
aber sieht toll aus hier, ne? Oder? Mit diesem, man denkt irgendwie, das ist hier die Tür zum Panzerraum oder so, aber die Tür vom Panzer, wo das ganze Geld drin ist, aber ja. So, jetzt kommen wir in einen Bereich, der wird euch auch sehr bekannt vorkommen. Es geht nämlich Richtung Theatrium. Dieses Theatrium natürlich deutlich größer als bisher, aber mit einigen Änderungen. Aber im Großen und Ganzen, ja, wenn man das so sieht, wenn ich hier so stehen würde und ich würde es einfach so sehen, ich würde gar nicht unbedingt auf den ersten Blick gar nicht erkennen, dass ich auf der Ida Prima bin. Ja? Weil ich habe diese Treppen, die hier irgendwie hochgehen und so. Ich habe ja diese Glasfront, ich habe da eben die Bühne in der Mitte. Ja? Das ist eben schon das so, wie man es kennt. Ja, immer noch diese Espresso, ne? Also langsam. So, auf Ex und weg. Also sagen ja die Leute, ich soll nicht immer so rücksichtslos sein und das irgendwo dann in den Weg stellen. Ich stelle es mal hier auf den Tisch. Wesentliche Änderung hier im Theatrium. Rückenlehnen. Ja, das ist so, wir werden alle älter. Und wahrscheinlich fällt es uns immer schon, also ist ja auch ein bisschen ungemütlich, ne? Wenn man irgendwie hier sitzen muss, wie es bisher war. Da ist es natürlich wesentlich bequemer, ne? wenn ich hier nun eine Rückenlehne habe. Wir wollen mal den Blick an die Decke schweifen lassen. Es ist hier tatsächlich Blattgold verbaut. Ja? Ich möchte euch aber bitten, dass ihr jetzt trotz dieser Kenntnis nicht irgendwie Werkzeug mitbringt und dann nachts da irgendwie rangeht und irgendwie so das Gold da abkratzt. Ne? Das wäre jetzt nicht so schön. Also es ist tatsächlich wohl echtes Blattgold, ja, was man da verbaut hat. Also das ist schon so, also dass es auf jeden Fall ein Hingucker ist. Ne? Guck mal, es gibt so viel zu zeigen hier. Ich habe hier auch wieder solche Fernseher, die hier eingelassen sind. So, dass es auch so ist, wenn ich da jetzt am Rand stehe oder so, dass ich da dann eben auch mir die Show angucken kann beispielsweise. Aber das Wesentliche ist natürlich die Bühne. Wie in diesen Theatrien üblich, habe ich da hinten so eine riesige LED-Wall, die, man kann das jetzt gerade nicht sehen, die besteht aus 9 verschiedenen Segmenten. Die können hoch und runter bewegt werden, zur Seite, auseinander. Bislang zum Vergleich waren es 6 dieser Segmente, die man hatte. Die waren noch nicht ganz so, beweglich und so. Also da sieht man schon, ne, eine ganz, 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 größenmäßig ein ganz anderer Unterschied. Wir wollen mal da oben nochmal gucken. Dieser LED-Ball, also LED, da kann ich diverse Sachen rauf projizieren, hat ein Gewicht von 900 Kilogramm. Außerdem so Wagen, die da so rumgehen. Ja, also wo nun Akrobaten da so langfahren können. Ja, also das ist eben auch was, was man so in dem Maße nicht hatte. Also ja, das ist schon so im Großen und Ganzen also nochmal eine Nummer eindrucksvoller, als es bisher war. Ja, so und auch hier, ne, wenn man sich jetzt hier so umguckt, ja, also da fühlt man sich wirklich gleich familiar, würde der Amerikaner sagen. Also man fühlt sich ja gleich wieder zu Hause, ja. Man hat hier so ein bisschen, könnte man sagen, es gab ja mal die Lotto-Show im Ersten, ne, mit Ulla Kock am Brink. Da saßen alle in so einer Kugel. Jetzt hat man diese ganzen Kugeln hierher gebracht. Und dann kann man sagen so, nicht, dass es abreißt, aber kann man sagen so, herzlich willkommen oder so. Ja, also das sind so kleine Gags hier am Rande. Huch. Aha, okay, es ist hohl. Ist gar nicht massiv. So, hier kann ich mich hinstellen für einen lockeren Drink. Ja, das soll natürlich schon hier, dieses ganze Theatriumskonzept beinhaltet ja natürlich, ja, man soll eben gar nicht jetzt unbedingt hier fest eine halbe Stunde irgendwo sitzen, sondern man soll hier vielleicht so ein bisschen stehen, dann da mal so ein bisschen die Musik hören, wenn man was sehen will, guckt man da halt mal auf den Bildschirm oder so. Also das soll halt was sehr Ungezwungenes sein im Großen und Ganzen. Ja, Kritiker können natürlich jetzt so sagen, so, ach mein Gott, das ist doch doof und überhaupt und Weil so ein geschlossenes Theater ist viel schöner, aber es hat so ein Forum oder so ein Forum, ja, das Theatrium, letztlich ist es ein Forum, hat natürlich auch so seine Berechtigung. Ja? Also ja, vielleicht interessant wäre es, wenn man auf einem größeren Schiff, wenn man wirklich mehreres hätte, so ein Theatrium und so ein Theater, weil das ist auch der große Trend hier auf diesem Schiff, dass man irgendwie versucht, mehrere Punkte zu schaffen, wo was los ist. Also dass man nicht nur jetzt diesen einen Ort hat, wo was passiert, sondern dass es eben ganz viele Orte an Bord gibt, wo was passiert. So, wir steuern zu auf eine noch nicht näher genannte Bar. Die, wo ist denn der Name dran? Das ist hier welche Bar? Wie heißt diese Bar hier?
Prima Bar. Ah, das ist die Prima Bar. So. Ja, siehst du, muss ja bei der ganzen Barvielfalt schwierig auseinanderzuhalten. Also das ist die Prima Bar. Es gibt im Grunde das Gleiche wie an den anderen Bars auch. Es gibt eine riesige Karte hier, wo man sagt so, also man, die Bestellung läuft so ab, der Partner sagt dann irgendwie einmal Stopp, also man macht so durch oder so, Stopp. So, dann guckt man, was man trinken muss, dann auf dieser Seite, also Chardonnay aus Kalifornien, 6,70 Euro pro Glas. Ja. Also hier gibt es wirklich jede Menge, ist teilweise ein bisschen verwirrend. Ne? Also ich würde vielleicht eher so eine kleine Auswahl nehmen, oder so, wo ich sage so, guck, das sind die 5 besten Cocktails an dieser Bar oder so. Ja. So, einmal da wieder hin, also das ist die Prima Bar. Prima, halten wir fest, Prima Bar, nicht vergessen. Hier ist jetzt, wird schon hier das Kaffeetrinken aufgebaut, weil das ist künftig auch, oder ist jetzt auf der Prima auch dezentral. Also es gibt hier dann eben auch an so einem Ort, also hat man hier dieses, ja, einfache Dach jetzt hier aufgestellt, ist jetzt, sieht jetzt so ein bisschen improvisiert aus und da wird dann hier Kuchen aufgebaut. So, ja. Nach der Prima Bar kommt die Casino Bar und die gute Nachricht ist, wir sind im Hafen, deswegen können wir auch gleich ins Casino gehen. Ja, hier also die Casino Bar. Also wie gesagt, an Bars ist kein Mangel. Aber das ist ja auch bei einem Schiff, was kein All-Inclusive bietet, auch kein Wunder. Ja? Weil man will ja letztlich immer die Leute dazu animieren, dass sie auch dann möglichst viel trinken. Muss ja nicht immer Alkohol sein. Und deswegen gibt es halt überall Bars an jeder Stelle. Ja? Wenn ich ein Schiff habe, wo nur All-Inclusive ist, dann sind die Bars natürlich ein bisschen rarer. Ja, Casino Bar, offenbar hier auch mit einem Klavier. Wollen wir mal gucken, ob es geeignet ist für spontane Gästeeinlagen. Ach. Ich kenne das immer nur, dass die Klaviere abgeschlossen sind, ja. Aber das ist elektrisch. Ich kann hier, kommt nichts raus. Da-da-dam-dam-dam. Schade. Aber ich kann auch nicht Klavier spielen. Insofern ist es vielleicht besser so. So, jetzt im Casino ist es jetzt so, es gibt hier keine Croupiers mehr oder so, sondern man hat es jetzt ersetzt durch komplette Automatiktische, ja. Das ist jetzt also ein Automatikspieltisch. Also man hat sich da so ein bisschen, denke ich, der Nachfrage angepasst. Weil man natürlich weiß, so Deutschland ist jetzt nicht so das Land, wo jetzt alle liebend gerne auf Kreuzfahrt ins Casino gehen oder so. Ja. Also ich zeige gleich mal den Automaten, wo ich ein heimliches Faible für habe, wo ich auch schon 4 Euro verspielt habe auf dieser Reise. Also es ist eigentlich so, dass ja, diese 4 Euro gibt mir keiner wieder. Ne? Das ist wirklich. Und zwar, also der ist dunkel, hier ist abgeschaltet. Das ist hier der Münzschieber. Zufall vorhanden auf jedem Schiff, muss man ein bisschen heller machen hier, da sieht man es gar nicht, weil da sind dann hier so, guck mal, da sind die ganzen, so, und der Schieber bewegt sich dann, so, und dann, ja, kann man dort im Zweifel nichts gewinnen, wobei ich hatte 1 Euro eingesetzt, dann zwischenzeitlich war ich auf 2 bis 3 Euro und dann am Ende doch wieder alles verloren, das war alles. Ja, ansonsten, so richtig, Automaten, guck mal, out of service, aber warum, okay, auch hier, out of service, ach so, das ist einfach so, Hafen, ja, genau, merkwürdig. Also nicht merkwürdig, aber ja gut, alles abgeschaltet. Out of service, so. Es ist hier, wir sind hier halt nicht so das Casino-Land, ne? Jetzt nähern wir uns dem AIDA, ich vergesse es immer, wie heißt AIDA Plaza, der AIDA Plaza, genau. Ist gut, wenn man einen soufflierenden Kameramenschen hat. Jetzt hier mit vielen Shops, ja, die Shops natürlich mittlerweile von der Gestaltung her, ist es auch nicht mehr zu vergleichen wie das, was man so mal hatte. Ne? Also dass man ist ja ganz klar, wenn ich verkaufen will, dann muss ich die Shops irgendwie perfekt machen. Und da hat man hier bei der Gestaltung irgendwie eine gewaltige Schippe nochmal raufgelegt. Ne? Das ist irgendwie nicht mehr so zu vergleichen, wie es bisher war. Hier ist der Photoshop. Ich kann unter anderem hier dann die Fotos mir angucken. Hier auf diesen Bildschirm. So. Machen wir ein bisschen schneller, dann können wir die. Ach, guck mal, hier, den kennt ihr auch hier, ne? Wobei, sie dürfen wir nicht zeigen, weil sie ist kein Promi, aber er ist ein Promi. Also, das ist ja dieser, ach, wie heißt der denn? Von den Kochprofis oder Marquardt, Stefan Marquardt, genau, der Koch, der war hier nämlich auch an Bord auf dieser Reise. So, jetzt haben wir ein bisschen was unterschlagen. Deswegen schauen wir hier nochmal rum, wo es denn da lang ging an dieser Prima Bar dran vorbei. Und zwar ist dann hier, ja, so ein klassischer Shop, wo es auch Logo-Artikel gibt, aber hier im Wesentlichen gibt es dann auch wieder Chips, Schokolade und sowas,
Ah, vor allem, guck mal, hier überall noch das alte Logo, ne? Es ist also so, kann man das, ach, da hier kann man es gar nicht so, also das alte Logo hat ja da noch diesen Strich. Und die ganzen Logo-Produkte haben alle noch den Strich, ja? Als ob man wahrscheinlich mussten die AIDA ihre ganze Geschäftsausstattung wegschmeißen, weil wenn man gesagt hat, wir haben ja ein neues Logo, aber bei den Souvenirs hat man gesagt, na, die verkaufen wir noch, bevor wir die wegschmeißen. Aber, ja, hier also Süßigkeiten, so, Toblerone. Toblerone, glaube ich, ist ja auch so ein Produkt, ne? Das wird, glaube ich, ausschließlich im Flughafen oder auf dem Kreuzfahrtschiff gekauft, in Supermärkten. Machen die gar keinen Umsatz mehr damit wahrscheinlich, aber gut, so, da also jetzt nicht mehr so richtig wesentlich was. Ja, hier, die scharfe Ecke. Scharfe Ecke, was kann das sein? Hier gibt es Currywurst. Hier gibt es Currywurst, diese Currywurst, da gab es eine große Verwirrung. Man kann das noch ein bisschen sehen, hier ist nämlich was durchgestrichen hier, so, weil da stand plötzlich 1,50 Euro. Und da gab es große Diskussionen, oh, kostet die jetzt doch Geld, weil AIDA hatte vorher eigentlich angekündigt, Snacks sind hier inklusive. Ja? Und dann habe ich das bei Facebook gepostet und dann gab es eine Riesendiskussion, ja, wie ist da nun die Lage. Und ist völlig egal, Currywurst, Pommes, jetzt im Reisepreis enthalten. Nur was nützt es, wenn es im Reisepreis enthalten ist, wenn gar nicht offen ist. Ja? Aber ihr seht hier Öffnungszeit, in dem Fall von 18 Uhr bis 2 Uhr, teilweise bis 3 Uhr geöffnet. Weil hier in der Nähe auch die Disco ist. Ja, das ist jetzt hier dieser Marktplatz. Hier, diese Plaza hier finden also nun noch letzte Bauarbeiten oder was statt. Hier ist nun aber dann die Tapas Bar. Ja, hallo. Besonderheit auch dieser Tapas Bar. Das Essen ist tatsächlich im Reisepreis enthalten. Man kann es kaum annehmen, diese ganze Großzügigkeit, aber es ist im Reisepreis enthalten. Und guck mal hier, es gibt also 2, 4, 6, 8, 10, 12 warme Tapas und 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kalte Tapas, ja, die im Reisepreis enthalten sind. Muss ich keinen Aufpreis zahlen? Das einzige, ja, Getränke kosten hier natürlich dann eben auch extra. So, das ist, ja, wie finde ich das jetzt hier so von der Gestaltung her? Ich finde es im Großen und Ganzen, na, ein bisschen kühl hier so, ne, mit diesem ganzen Weißen. Man versucht das hier halt auch so als so einen Hauptspielort zu etablieren am Abend oder so auch, aber ich bin dann nicht so sicher, ob es gelingt. Ja, man hatte dann hier vorne noch so einen Keyboard-Spieler hingesetzt, der dann da stand und wirkte da so ein bisschen verlassen. So, ja, was ist das hier, die Rohrpostanlage ist hier, glaube ich, aber ja. So, jetzt gehen wir mal in die Raucher-Lounge. Das ist ja, guck mal, jetzt endlich mal die Raucher, ne? Ich bitte wirklich von den Rauchern, wenn es Raucher gibt, die jetzt keinen Daumen nach oben machen, dann bin ich echt sauer, weil ich so oft zeige ich das jetzt nicht. Jetzt zeige ich das mal. Jetzt hätte ich bitte gerne auch den Daumen nach oben, ne? Die Raucher-Lounge. Also, Raucher sind natürlich immer an Bord von Kreuzfahrtschiffen immer schlechter gelitten. Vorbei die Zeiten, als man auch in der Anytime-Bar auf AIDA rauchen durfte, das gibt es ja nicht mehr. Genau, ja. So, jetzt hat man hier Raucher-Lounge, klingt ja so großspurig, aber ist das eine Lounge hier? Nö. Nö, ist irgendwie nur so eine Abstellecke, ne? Für die Raucher, die werden ja immer mehr diskriminiert. Aber die Zigarette schmeckt hoffentlich trotzdem. Ja, Zigarette schmeckt trotzdem. Gut, also, ja, na gut, man hat es ein bisschen hier, diesen Ort, ich meine Lounge, man hat ihn ein bisschen aufgepeppt, indem man da so Holz rangeklebt hat. Das ist wahrscheinlich hier, das soll den Lounge-Charakter unterstreichen. Ja, wo wir gerade hier sind, das ist ja hier der übliche Evakuierungsbereich. Das ist hier jetzt nicht angelegt als Promenadendeck oder so. Da kommen wir später noch zu dem sogenannten Lanai-Deck. Also man kann hier durchaus, es gibt wirklich genug Außenfläche oder so. Ob genug, wird sich zeigen, das will ich nicht einfach so daher sagen, aber es ist zumindest Außenfläche vorhanden. So, wir nähern uns langsam dem Bug-Bereich. Also ganz langsam an der Tapas Bar vorbei und jetzt gibt es erstmal ins Nightfly. Eine neue, oh, guck mal hier, da schrammt es. Das sind die Japaner hier, das ist nicht Papenburg. So, also jetzt gehen wir hier in die Nightfly Bar. Hier muss ich abends einen Platz reservieren oder zwei Plätze und hier gibt es dann wechselnde Shows am Abend, wo ich eine Conferencier habe, die so ein bisschen durch den Abend führt, dann die singt, ja, teilweise möglicherweise ein bisschen frivol, teilweise so ein bisschen auch, ja, Comedy, Stand-up-Comedy-mäßig, teilweise auch mit Artistik oder so, ja. Hier sitzt man, das war jetzt auf dieser Reise schon sehr populär, bin ja gestern schon gewesen, es gibt nun Plätze, die sind nach Lage mehr oder weniger gut. Wobei ich glaube, diese hier vergeben sie nicht ernsthaft. Ja, das hat so ein bisschen. Aber ja, das ist so ganz gut.
ist natürlich dann wieder so ein Ort, ne, wo du überlegen musst, was mache ich jetzt tagsüber damit. Ne? Also es, na gut, in dem Fall ist es hier unsere Musterstation. Also bei der Seenotrettungsübung muss ich genau in diesen Raum. Also da wird er schon noch genutzt, aber ist jetzt nichts, wo man jetzt sagen kann, so hey, das ist jetzt noch, machen wir jetzt eine Kaffeebar draus oder so, sondern das ist halt dann klar, so ein bisschen für diesen Zweck. Abends geht es los jetzt im Moment so um 22 Uhr. So, jetzt kommen wir in die sogenannte Spraybar bei Moé und Chandon. Moé und Chandon. Ich hätte gedacht, also das ist jetzt nicht die Champagnerbar, wenn ich mir die Farbe angucke, das ist die Brillux Lounge, ja, weil das ist wahrscheinlich so, wenn das hier einfach dreckig ist, muss jeden Tag jemand vorbeikommen mit weißer Wandfarbe und das wieder neu streichen, ja. Also das ist natürlich so ein bisschen was. Irgendwo bei Spiegel Online habe ich sogar so einen interessanten Artikel gelesen. Da hieß es so, oh, früher war AIDA mehr Prosecco, heute ist es, will es Champagner sein. Die Flasche ist leider leer. Wobei ich vermute, dass so eine leere Champagnerflasche, wo der Korken noch drauf ist. Ich meine, wo gibt es sowas? Die ist wahrscheinlich wertvoller als eine volle, aber noch steht sie hier. Ja, also ich denke, dass es... was wollte ich sagen? Genau, also das wurde so verkauft, also was ganz Besonderes und so. Dann kommt man hier rein und denkt so, ja, also, ja, ganz nett, blubbernde Säulen, Wasser. Also, ja, es ist, ich meine, gut, wenn man so jemand ist, der sagt so, Mensch, ich will mal mir was, also wahrscheinlich ist es das. Man will, wenn man jemand sein will, der sagt so, Mensch, ich gönne mir was, macht dann so ein Foto hier auch so, viele Grüße aus der Champagner-Lounge, so. Dass das dann die Schwiegermutter sieht oder so, dann auf Facebook, so, dann ist man hier vielleicht richtig. Wenn man so sagt, so, ja, ganz ehrlich, ich trinke auch lieber Prosecco, dann, ja, ist eigentlich egal. Aber ich will da jetzt gar nicht so despektierlich drüber reden, weil es ist hier durchaus doch noch ein wirklich, also auch von mir so empfundenes Highlight versteckt. Ja, wenn wir hier über die Treppe hochgehen, ach, aber ganz, ne, guck mal hier, dieses Weiße, das ist ja immer so, zu Hause würde man das ja auch nicht machen. Das ist wahrscheinlich, wird es, also da musst du wirklich einen Maler in Vollzeit beschäftigen, der dann hier jeden Tag beschäftigt ist, das wieder anzumalen. Also, ja, guck mal, hier oben geht es auch nochmal, hier ist dann irgendwie auch nochmal das weitere Deck. Ach so, ja, hier kann ich dann auch plötzlich durch nicht geputzte Fenster gucken. Aber jetzt das Highlight, ich sollte diesen Satz vielleicht mal zu Ende führen. Es geht jetzt wirklich in den extremen Bugbereich des Schiffs. So, wer das Schiff von außen kennt, weiß, da geht dieser gerade Steven, führt da runter. Und den werden wir von hier jetzt tatsächlich auch sehen können. Ja? Also jetzt kann man hier so ein bisschen Titanic spielen, hier vorne. So, und ja, das ist natürlich so gut, wenn man jetzt im Hafen ist. Ne? Ansonsten war das Wetter teilweise so fürchterlich auf dieser Reise, dass man das nur ungern gemacht hat. Aber guck mal jetzt einmal runter. Da kann man jetzt, ja, so, kann man das Stellen des Mundes erkennen? Mhm. Ja, kann man. So, genau, da ist des Mundes. Und wie lange, oh, wenn ich runterspucke, na, das macht man nicht. So, das ist so, es ist schon mal was Besonderes. Ne? Ich glaube, man muss auch nicht unbedingt jetzt Champagner trinken, wenn man hier rein will. Also geht ja jetzt auch gerade gar nicht. Also man kommt ja auch so rein. So, jetzt haben wir das einmal gesehen und jetzt fehlt uns hier auf Deck 6 noch die Discothek gleich. Aber man sieht schon, ne, das spricht sich dann auch rum, auch wenn man das da vorne jetzt nicht so leicht findet. Also man muss wissen, dass es da ist. Ne? Aber da ihr ja zu den privilegierten Menschen gehört, die dieses Video sehen, könnt ihr da gleich am ersten Tag hinstürmen und das beste Selfie überhaupt machen, bevor es dann gleich so überlaufen ist wie da. Oder ihr könnt dort dann knutschen oder sowas. Wenn man da alleine ist, kann man das ja machen. Wenn jetzt alle rumlaufen, ist ja auch doof. So, ist das hier der... Ach, oh. Ach, hier unten, da hier ist das Schloss. Dachte schon hier. Dachte, die haben mir den Champagner offen gelassen, wenn ich hier reinkomme. Das, die wissen schon, warum sie das abschließen. So, weiter geht's, wieder zurück. Ja gut, es ist halt jetzt so, ne? Wenn man von den Laufwegen... Ist es jetzt so, dass man jetzt tatsächlich hier einmal wieder zurück muss. Ja, Show hat mir hier wirklich in dieser Knife-Leibar wirklich gut gefallen, weil es halt eine Alternative ist zu dem, ich meine, man kann halt auch, muss halt immer überlegen, wie verbringt man so einen Abend? Ne? Und wenn es immer gleich ist, man geht in die Show, man geht in die Anytime-Bar oder so, das wird dann auch einmal langweilig. Ja, also deswegen, das ist irgendwie eine gute Geschichte auf jeden Fall. So, Knife-Leibar wieder raus und jetzt... simulieren wir, ja,
Also wenn das jemand sieht von AIDA, ne, das hackt da oben noch. Ne? Also müsst ihr irgendwie mal abschleifen oder so. So, jetzt noch, was macht man also dann nach so einer Show? Dann würde man halt hier entweder was essen oder aber nach dem Essen oder wenn man sagt so, ne, ich bin zum Abnehmen auf Kreuzfahrt, dann würde man direkt hier in die nicht mehr Anytime Bar gehen, sondern in die D6 Disco. D6, D6, müsste eigentlich D6 heißen, wenn es Disco mit C ist. Aber so, ach guck mal, hier ist auch, das ist auch so ein LED-Ball. Das ist ja spannend. So, guck. So. Ja, es ist wie immer auf Kreuzfahrten, auf Kreuzfahrtschiffen. Es gibt selten wirklich verschlossene Türen, aber es gibt eben auch selten Lichtschalter. Also deswegen nenne ich jetzt mal hier, so, ich schmeiße hier mal den Scheinwerfer an. So, bitte mir folgen einfach mal. So viel sieht man jetzt hier nicht, ne? Also man hat hier diese Lounges, die hier jetzt sehr dunkel und sehr gemütlich aussehen. Am Ende ist es dann nicht ganz so, ne? Also, so, mal gucken, wie weit wir hier jetzt was sehen. Ich fürchte, mein Licht bringt nicht wirklich viel, aber ich wollte das schon immer mal machen, so wie auf dem Flugfeld oder so, ne? Follow me, follow me, follow me. So, hier hinten, ja, wobei die Kamera, die rauscht dann zwar so ein bisschen die Bilder, aber sieht man gar nichts. Na, geht so. Ja, also hier Tanzfläche, denkt euch halt eine Tanzfläche, ist halt eine Tanzfläche. So, Disco, Nachteil ist vielleicht, dass man auf die Tanzfläche wirklich hier so durchgehen muss einmal und dass die nicht so in der Mitte ist vielleicht so, dass sich die Leute so rumdruppieren müssen. So schaffen es viele Leute gar nicht bis zur Tanzfläche, weil sie vorher irgendwo stehen bleiben. Aber ganz ehrlich, ja, man muss das auf Dauer sehen, wie es funktionieren wird. Ne? Wenn man nun überlegt, das ist ein Schiff, das ist ganzjährig im Einsatz ab Hamburg, das ist natürlich eine andere Geschichte, als wenn du Familienurlaub mit einer Kreuzfahrt ab Mallorca oder so machst. So, nach Ihnen bitte, Herr Kameramann, wenn das so gedacht ist. So, Deck 6 haben wir jetzt einmal erledigt. Und jetzt gucken wir mal rauf auf Deck 7. Was wir denn da haben, weil da geht die AIDA Plaza nämlich weiter. Boah, jetzt zieht's hier. So, schauen wir mal. Da gibt es nämlich auch nochmal Shops, Shops, Shops. Und da gibt es auch einen Friseur. Blub. Ja, so helles Holz oder Holz. Ah, das klingt. Kann man das denn hören, ob es Holz ist? Aber das scheint fast echt zu sein, ja. So. Ja, soweit. Ganz schön, hier also nochmal Shops. Ja, hier gibt es auch nicht ganz so abgefahrene Marken. Das sind auch mal Marken, die ich kenne. Hier da hinten ist Adidas irgendwo. Sonst bin ich ja immer hier für die Herausforderung, dass das Marken sind, von denen ich noch nie was gehört habe. So, hallo. Hier ist einmal der Friseursalon. Guck mal hier, da kann man sich dann frisieren lassen aus der Farbenfroh. Ach, guck mal, schöne Decke auch hier. Das sieht doch mal sehr hübsch. Haben Sie schön ausgesucht. Ja. Nein, das ist hier Friseur. Hat eben den ganzen Tag geöffnet. Und, hier gibt es Kosmetikprodukte. Ja, das ist für mich hier, ich bin nicht zu retten heute, weil es geschlossen, ärgerlich. So, jetzt ein Nail Spa. Also wer, na, da jetzt fallen wir im Film jetzt nicht rein, weil das sind da so nackte Beine zu sehen. Wir wollen ja nicht zeigen, wer hier nicht gesehen werden will, sozusagen. Wenn man da so liegt und die Beine da so rausstreckt und dann kommt ja mit der Kamera rein. Das wäre ja schlimmer als Stefan Raab. So, also, ach so, das habe ich erklärt da genau mit dem Bildschirm. Jetzt geht es in den Sportbereich. Tada! Ja, dieser Sportbereich ist eine sehr, sehr gute Weiterentwicklung für die bisherigen Sportbereiche auf den AIDAs, weil er ist noch mal größer. Man hätte auch sagen können, so Sportbereich, Mensch, bringt viel zu wenig Geld, aber machen wir kleiner, aber haben sie größer gemacht. Wobei, hier sind auch Sachen, die Geld bringen, denn die Powerplates kosten. Aber es gibt erstmals auch Powerplate-Kurse in Gruppen, sodass dann jeder nicht ganz so viel bezahlt, als wenn man irgendwie eine Einzelstunde hätte oder so. Also, wollen wir mal gucken. Ja, hier wäre schön, aber ich glaube, die Tür ist hier nicht offen. Nee, jetzt ist die da. Ja, schade. Das ist nämlich der Spinning-Raum. Ein Versuch nochmal hier. Hier ist wirklich abgeschlossen. Es gibt hier verschlossene Türen. Zen-Lounge. Ach, guck mal, das haben wir gar nicht gesehen hier. Da haben sie auch nochmal hier einen Raum, hier so für Yoga-Workshops oder sowas. Ah ja, och. Vor allen Dingen, man hat hier, wenn man das zumacht,
Ruhe. Ja, hier kann man Yoga machen. Yoga meistens gegen Aufpreis, meiner Ansicht nach. Weil so Yoga-Workshop oder so, das wird dann als Workshop deklariert, dann kann man Geld nehmen. Aber man muss ja mal die gute Nachricht, nämlich dieser, den wir ja leider, der hier leider verschlossen ist, dieser riesige Spinningraum mit mindestens 50 Spinningfahrrädern und auch einer riesigen Leinwand, wo so Landschaften eingeblendet werden können. Also das ist richtig gut, weil das ist halt auch im Reisepreis enthalten. Gerade bei Norwegian Epic war ich gerade, da hätte es $12 gekostet, ne, pro einmal Spinning. Also ja, nicht um die ganzen Fahrräder zu kaufen, sondern für einmal mitmachen. So, hier ist der, ja, ansonsten der Kraftbereich. Der hat hier hinten kein Tageslicht im weiteren Verlauf, aber ja. Und das sind wirklich hier, ja, man sagt wohl sehr gut, oh, was ist das denn hier? Oh, man denkt, das sind 50 Kilo, dabei sind es nur 14, aber uff. So, es ist, ach, das ist auch noch nie passiert, ne, dass ich mal jemals einen Unfall hatte hier, während, uch, was ist, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es solche kleinen, schweren Hanteln hier gibt, 28 Kilo, das ist schon hier, das ist nicht hier die Hausfrauen-Variante, also nichts gegen oder Hausmänner-Variante, machen wir es mal geschlechtsneutral, sondern das ist hier, glaube ich, schon wirklich Leute, die sich hier dann auf die Bank legen und dann hier dem, gibt es dem, ja, was auch immer, den Brustmuskel. Ich wollte jetzt hier eigentlich mit meinem Latein prahlen, aber das ist leider nicht möglich. So, hier, ne, riesiger Kursraum. Und der ist jetzt erstmals im Vergleich jetzt zu der Vorgängerklasse auch verschließbar. Ne? Vorher war das so, dass da war es so im offenen Bereich, also in den Rest mit integriert. Ja, das ist schon hell, freundlich. Ja, das ist schon so, dass du sagst, so Mensch, ja, hier würde es wahrscheinlich Spaß machen, Sport zu machen. Auch hier die meisten Kurse im Reisepreis enthalten. Ja, so, wir gucken wieder Kraft. Ah, ich habe ein bisschen Durst, ne? Jetzt fragen mich die Leute, gibt es keine Wasserspender mehr an Bord? Nein, es gibt keine Wasserspender mehr an Bord, die es irgendwann mal gab. Aber dann sind die Leute überrascht, wenn ich sage, ja, trink doch Leitungswasser. Also ich werde jetzt einen Beweis machen, wenn ich umkippe, ist es nicht in Ordnung. Aber, na, das sind ja tolle Bilder. Kann man das nicht mal hinten filmen? Ja, echt Durst, wenn man die ganze Zeit nur am Sabbeln ist hier. Jetzt hängt mir hier das, ach, war ein Handtuch eigentlich, aber gut. Ja, immer raufhalten, ne? So, ja, also Fitnessgeräte. Ach so, die haben jetzt hier, also das funktioniert jetzt gerade nicht. Das ist jetzt aus, oder vielleicht muss man es bewegen, aber die, ach guck mal, soweit man es bewegt. Also man soll hier dann irgendwelche Strecken oder so von Landschaften raufzaubern können. Ob das, warum das jetzt hier nicht geht, wahrscheinlich ist es Fehlbedienung. Ah, hier ist es an. Ah ja, hier Strecken. So, wie das dann immer so ist. Ach, guck mal hier. Grand Staircase, Wanderweg. Guck mal, da ist man hier. So, guck mal hier mal. Wählen Sie eine Strecke. So, up. So, wo wird das jetzt losgehen? Also, ja, jedenfalls kann ich dann hier so Strecken auswählen. Und dann würde es auch losgehen und die werden mir dann da angezeigt. Ist natürlich so ganz witzig. Es täuscht aber auch ein bisschen über die Tatsache hinweg, dass ich hier schlicht relativ viele Geräte habe, die irgendwie jetzt keinen Mehrblick oder so haben. Ne? Was ja immer so die wünschenswertere Variante ist, dass ich irgendwie Mehrblick habe, aber lässt sich halt baulich natürlich nicht immer so realisieren. Ja, also gut. Ja, wir sind jetzt mal so geografisch gesprochen etwas unter dieser Spitze des Schiffes sozusagen. Das läuft ja so spitz, klar, logischerweise nach vorne zu. Und das ist dann sozusagen, dann ist ja so eine weiße Decke sozusagen darüber und wir sind jetzt quasi direkt darunter. So. Ja, also Ausdauer. So, dann sind immer die Leute, die dann da diesen Schwachsinn erzählen, von wegen, man kann sein Essen da wieder abtrainieren, aber die böse Wahrheit ist ja, man sollte das Essen gar nicht in dieser Menge zu sich nehmen, weil man isst ja so viel, das kann man gar nicht wieder abtrainieren, außer man läuft den ganzen Tag, aber ja, das haut leider nicht hin. Also mit dem Abtrainieren. Also, das ist wieder hier so, ne? Der pädagogische Zeigefinger, ne? Wo man dann sieht, so, er hält sich selber gar nicht dran. Wenn es ein bisschen weniger essen auf Kreuzfahrt, da muss man auch weniger laufen. Ja, hier, ne? Adidas, also wie gesagt, das ist eine Marke, die kenne ich sogar mal. Also ein Sportshop hier, wer sich gleich einkleiden will. So, in der ersten Planung hieß es, oh, es wird geben das Eiscafé Erste Sahne. Das sollte dann hier sein und als erst Eiscafé Erste Sahne heißen. Aber dann hat man offenbar die Firma Langnese oder Magnum gefunden, die gesagt hat, so, Mensch, wir sponsern das Ganze. Ja, was ist das denn Lustiges? Aha, ein AIDA Magnum. Okay, das ist ja lustig. Also, ja, die gesagt haben, wir sponsern das Ganze.
Und, oder was heißt, wir sponsern oder sie machen einen irgendwie, wie auch immer, gearteten Vertrag. Und dann ist es halt so, man hält so ein Eis, wird in Schokolade getaucht und dann kann man das dann mit diversen Dingen verzieren. Und dann ist das wahrscheinlich alles ganz lecker, hoffe ich. Kostet 3,50 Euro im Moment. Wer nun sagt so, er möchte das nicht haben, dann gibt es hier auch loses Eis. Ach guck mal, ist das, ja, es sieht lecker aus, aber es fehlt die Beschriftung. So, Torten gibt es hier auch. Ah ja, Kugel kostet 1 Euro. Extra Topic 80 Cent. Torte Deluxe ist frei. Torte Deluxe ist frei. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber kommen wir später nochmal wieder, wenn Torte Deluxe frei ist. So, hier kann ich nun die nächste Reise buchen. Wenn ich sage, Mensch, das Eis war so lecker, ich will noch eins haben, buche ich eine neue Reise und dann komme ich hier hin und ja, kann das dann tun. Dann könnt ihr auch sagen, das ist immer das Wichtige, ne? Weil es ist natürlich heute in der heutigen Zeit immer noch so mit Reisebüros. Die sehen das natürlich immer dann nicht so gerne, ne? weil wenn die Reederei dann versucht, so, oh, wir wollen jetzt eine direkte Kundenbeziehung etablieren, aber ihr könnt hier dann auch das Reisebüro nennen, das euch bislang immer gut beraten hat und dann kriegen die Provision und das wird über das Reisebüro abgewickelt. Ja, Blütenmeer ist hier, das ist der Shop für alle, die es grün mögen. Guck mal, sowas kann ich ja auch kaufen, 160, aber 160 Euro für so ein, ich habe ja den Verdacht, das, die machen jetzt so, die haben diese ganzen Sachen, die waren eigentlich für das Schiff geliefert worden, haben sie gedacht, ach, haben sie gemerkt, brauchen wir doch nicht, die verkaufen wir jetzt. Ja, jetzt deswegen, also wer das jetzt hier mit ins Handgepäck nehmen will, das ist natürlich aber auch der Vorteil, ja, bei allen, die jetzt irgendwie bis Hamburg oder so reisen, man hat dann nicht so sehr viel, die meisten fliegen ja dann danach nicht. Also man kann auch wirklich so ein Kunstwerk, was wir gleich uns in der Galerie noch angucken oder so, könnte man tatsächlich erwerben und das dann problemlos mit nach Hause schleppen. So, ich betone ja, wir sind jetzt auf Deck 7, sieht jetzt aber erstmal ähnlich aus. Jetzt könnte man denken, jetzt kommt hier wieder die Prima Bar, aber es ist nicht die Prima Bar, sondern das ist, glaube ich, das Café. Ist das das Café Mare? Ja, das ist das Café Mare. Also hier gibt es, aber Café Mare ist so ein bisschen, klingt nach Starbucks eigentlich oder so, aber das ist ein bisschen irreführend, weil es ist eine Bar wie jeder andere auch. Es gibt halt hier ein paar mehr Kaffeespezialitäten, so. Das ist also alles. So, ja, hier kann ich nun also sitzen. Ach guck mal, das sieht ja mal gemütlich aus hier. Das wäre hier, wenn ich diesen Flügel, die Frage wäre, würde der so in mein Wohnzimmer passen, ja? Wenn ich so, jetzt lege ich mich auf den Sender. Der Ton bricht gleich ab, glaube ich, das geht nicht. Aber, also es ist so, ach, das Hemd zieht raus, ja. Aber das ist so natürlich der Gemütlichkeitsfaktor, würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 liegt bei 11. Das ist schon hier, das ist schon gut. Muss ich noch weitermachen? Also es ist, ich könnte auch hier liegen bleiben, also... Das ist schon, ja, haben sie hier schon coole Möbel verbaut hier. Ja, ob das eine Maßanfertigung ist oder was, oder ob man sowas, ob ich sowas bei Möbel Porter oder was kaufen kann. Also das ist schon gut. Ja, man sieht so hier, ne, diese Möbel, die man hier so jetzt im Theatrium verbaut hat, also diese Sitze oder so, das ist, denke ich, was wie man so exakt eigentlich auch auf den älteren Schiffen mit Theatrium hat. Hier kann ich vermutlich Ausflüge buchen. Ja, Ausflugscounter. Was ist das hier? Ach, da fehlt noch was wahrscheinlich. Ja, ist wahrscheinlich noch nicht so komplett fertiggestellt. Wir sehen, es ist ein neues Schiff. Also, ja, so, wir gucken uns hier weiter um. Was haben wir denn hier? Hier ist irgendwie, ach genau, hier ist die Hemingway Lounge. Das ist also auch in Zeiten von Kindle und Co. irgendwie ein Ort, wo es tatsächlich noch Papierbücher gibt. Ja, so, hier kann ich mal gucken. Was steht hier überall? Preisreduziertes Mängelexemplar. Na, wenn die Reise auch preisreduziert war, ist es ja okay. Aber. So, hier kann ich nun lesen. Ja, aber es ist hier auch preisreduziertes Mängelexemplar. Ja, ach guck mal, tatsächlich hier. Ja, das ist also immer so ein Ort. Kann ich mich hier reinsetzen. So, ist mal was anderes. Ja. Weil das sind so Rückzugsorte, muss man natürlich sich immer suchen auf so einem Schiff. Ja, wenn man irgendwie eine Woche Zeit hat oder so, dann ja, muss man eben gucken. Meistens sind es ja nicht so die ganz naheliegenden Plätze, weil auf den naheliegenden Plätzen immer alle sind. Ja. Also ja, also das ist die Hemingway Lounge, die ist ja auf den älteren Schiffen, ist die ja im Heck. Nein, im Bugbereich, genau. So, ja, hier schon mal die alte Geschichte im Theatrium. Finden dann auch Proben statt, nämlich genau jetzt. Ja,
diese Probe fand ja auch schon gestern statt. Ich bin sehr gespannt, für welche Show die ist. Ich fürchte, auf dieser kurzen Viertagesreise werden wir die gar nicht sehen können. Aber das ist dann ja vielleicht nochmal ein Grund, nochmal eine ganze Woche zu kommen. Ach so, diese interessanten Säulen sind insofern interessant, als dass sie ihre Farbe wechseln können und dass man die dann steuern kann und die in die Show mit einbinden kann. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine spannende Sache. Hat man so bisher auch nicht gehabt. Ja, also es bleibt dabei, Theatrium, ein Ort, wie er so nicht alltäglich ist auf dem weltweiten Kreuzfahrtmarkt, sondern immer noch eine Besonderheit, immer noch eine Spezialität von AIDA. So, hier ist dann das Fernsehstudio, denn es ist natürlich so, dass diese Shows, die im Theatrium stattfinden, die werden auch übertragen auf die Bordfernseher oder eben auf die Fernseher, die hier hängen. Ja, das ist, also habe ich hier wirklich in einer überraschenden Qualität erlebt. Ja, also dieses, das ist nicht mehr ganz vergleichbar mit dem, wie es noch in früheren Jahren bei AIDA war. So, Kunstgalerie. Irgendwann hat mal jemand gesagt, das darf man gar nicht abfotografieren oder so, weil der Künstler sich beschwert. Oh, Urheberrecht. Aber so, hier gehen wir einfach nur mal so locker da durch. Ja, gut, hier die übliche Geschichte. Diese Bilder werden verkauft im Rahmen von Kunstauktionen. Ja, und da kann ich dann mitsteigern. Das scheint tatsächlich eine ganz lukrative Geschichte zu sein, weil dadurch ist AIDA mittlerweile irgendwie einer der größten Kunsthändler in Deutschland, habe ich mal gehört. Ja, also man glaubt es gar nicht, aber ist tatsächlich so. Hat man natürlich sehr, sehr populäre Geschichten. Ne? Wie ist das immer noch? Das ist doch hier James Rizzi, ne? Ja, genau. Also das sind hier diese typischen, na gut, so mit Kreuzfahrtmotiven. James Rizzi lebt leider nicht mehr, genau. Also steigen die wahrscheinlich eher im Wert. Ja, also, ja, alles so sehr populäre Sachen. Udo Lindenberg ist dabei. So. Ja, no panic. So. Ja, also das ist eben, ja, sagen wir mal, gut verkäufliche Kunst, vermute ich mal. So, hier kann ich mich beraten lassen über andere Reisen wieder. Und jetzt gehen wir hier mal weiter durch. Jetzt kommt nämlich ein weiteres Bedienrestaurant, was jetzt im Reisepreis enthalten ist. Und zwar der französische Kuss, French Kiss. Ach ja, hier ist er. Der französische Kuss, man muss also zum Einlass, muss man einmal sich bücken und dann das Sofa küssen oder so. Aber nein, natürlich nicht. Also das ist halt das französische Restaurant, was geöffnet ist zum Frühstück, Mittagessen, tagsüber. Ja. Ja, was die Gemütlichkeit angeht, was ist eigentlich da hinten? Ach, da muss ich ja auch noch hin. Wir dürfen nichts vergessen. Wollen wir da erstmal hin? Na, ihr seid es ja gewohnt, dass ich also behaltet bitte den letzten Satz, den ich gesagt habe, im Kopf. Was das French Kiss angeht, wir gehen erst noch rüber in das Maggi-Kochstudio, aber ich denke immer, bei Kochstudio denke ich immer ans Maggi-Kochstudio, aber es ist nun das Melzer-Kochstudio, auch wenn es nicht dran steht. Platz für, hat die Frau aus der Pressestelle gesagt, 37 Personen, ich habe nicht nachgezählt. Jetzt sind hier eigentlich, ja guck mal, das ist natürlich hier wahrscheinlich hier teure Induktionskochfelder, wobei so teuer sind die gar nicht mehr, aber ach hier. Guck mal, sowas hätte ich zu Hause auch gerne. Aber guck mal, wie viele Kratzer hier schon sind. Ne? Ich denke, bei meiner Spüle zu Hause, die ist 3 Jahre alt, denke ich schon, bin ich schon total traurig, weil die ganz zerkratzt ist. Aber die ist hier schon ein paar Wochen zerkratzt. Aber das, ach, jetzt, egal. Kann man hier jetzt eigentlich in die Kühlschränke gucken, wenn da hier Kochkurse statt... Oh, ja. Aha. Wahrscheinlich darf das nicht so. Dass wir jetzt hier reingehen und gucken, aber... Ja, es sind Früchte da. Und so, Ofen. Thermomix habe ich noch nicht gesehen, aber dafür hier so ein Ding hier. Der Kenwood Cooking Chief oder was? So. Also man kann hier Kochkurse dann buchen für Bezahlung natürlich. Wobei ich noch nicht gesehen habe, was das kostet, ehrlich gesagt. Und dann kann man das Ganze hier verspeisen. Ist ja immer die Frage, was soll ich denn selber kochen, wenn anderweitig für mich gekocht wird? Ja, würde die Hausfrau oder der Hausmann jetzt natürlich wieder sagen, berechtigterweise, aber... es ist natürlich so, das ist der Event steht im Vordergrund. Guck mal, das ist hier die neue Art. Jetzt lernen wir wieder was im Jahr 2016. So legt man das Besteck darauf. Ja? Also ich will es gar nicht anfassen, sonst muss ich es daneben legen. Aber könnt ihr euch merken. Also so, diese drei, sieht auch ganz schick aus. So. Ja, also irgendwie ne, so ein ganz, ganz moderner Ort. Ja, hier sind Kochbücher, die sind aber eingeschlossen wahrscheinlich, weil... Die würden wahrscheinlich verloren gehen. Ach, guck mal, hier so in so Wegflaschen.
Das sieht ja immer so interessant aus, ne? Wenn man hier so mehrere Schichten hat, wo so, was weiß ich, Backmischung für ein Brot oder so. Gibt es, glaube ich, von so einer Hamburger Firma, finde ich ganz interessant. Eine Wegflasche, kein Wegglas. Wusste ich gar nicht, dass das gibt. So, wir fassen wieder an die Gabel und machen die Tür auf. So, also das ist das Kochstudio, nicht von Maggi, sondern von Melzer. Guck mal hier, wo wir hier gerade sind, das finde ich auch ganz witzig. Es gab wohl eine Aktion, wo man so Fotos gesucht hat von vielen, vielen, vielen AIDA-Urlaubern. Und die hat man hier aufgedruckt. Ja, ich bin noch auf der Suche, ob hier irgendwo eins von mir vielleicht, wobei ich habe keins eingeschickt, dann wird keins hier sein. Aber ist eine witzige Idee. Ja, man hatte ja, ich weiß gar nicht, hat man noch diesen Claim, hier ist das Lächeln zu Hause oder Lächeln, hier ist es zu Hause oder wie auch immer. Aber da hat man halt so das Lächeln gesucht und hat es dann hier aufgehängt. So, jetzt bitte wieder an den Halbsatz denken, den ich gerade schon gesagt habe. French Kiss hier im Reisepreis enthalten. Die Speisen, Getränke halt extra zu bezahlen. Und hat so ein bisschen Charakter wie in so einem französischen Ort. Deswegen auch so, Gemütlichkeit relativ. Ne? Also es ist moin, hallo. Ja, hier ist auch, wer? Ja, sehr gut, YouTube lässt grüßen, richtig, genau. Ich bin auch noch nie auf einer Reise von so vielen Menschen angesprochen worden. Das ist unfassbar, wie viele diese Videos gesehen haben. Ich wusste gar nicht, dass das so viele sehen. Ja? Aber so, hier gibt es jetzt Baguettes auch. Das ist mal was hier, ne? Croissant-Sandwich oder Baguette. Jetzt dachte ich neulich, ich nehme mal eins davon, aber die werden halt gar nicht ausgegeben. Das ist rein Deko. Die werden dann frisch von Hand neu belegt. Ja? Also das habe ich nun hier. Ja. Jetzt gibt es was, der wichtigste Kunde? Was? Hier sitzen alles bezahlte Statisten, die ich hier hingesetzt habe. Aber so, hier gibt es Kuchen, den Zitronentart, sehr lecker, schon probiert. Apfeltart habe ich noch nicht probiert. Trüffel, 50 Cent pro Stück extra, Kuchen im Preis enthalten. Dann, danke, thank you. Ja, also das ist eigentlich der Tipp, ne? Also wenn ich den leckersten Kuchen, das hört ihr nicht so gerne, weil dann stürmen alle hierher, aber wenn ich den leckersten Kuchen will, komme ich hierher. Das ist der. So, das ist jetzt, wahrscheinlich wird er irgendwann Geld kosten, weil er zu gut ist, aber gut. Ja, also aus dem französischen Kuss gehen wir wieder raus. Ja, also hier kann ich am Abend sitzen, brauche halt eine Reservierung in der Regel, hatte dort sehr leckeres Tartar. Das Tartar war mega lecker. Der Nizza-Salat war etwas überraschend, weil er sollte Blattsalat sein. Das war aber ein Kartoffelsalat. Seit wann macht man Nizza-Salat mit Kartoffeln? Aber ich meine, gut, Kartoffelsalat, Nizza-Art würde ich es nennen. Aber so, hier das Brauhaus. Brauhaus seit einigen Jahren, ja, auch ein Muss auf der AIDA. Wahrscheinlich eine der besten Einfälle, die man mal hatte. Weil das ist natürlich so, für so ein deutsches Schiff passt es natürlich wie die Faust aufs Auge. Ne? Der Brauhaus passt perfekt. Ja, und man muss einfach sagen, wenn man das mal so gesehen hat, das funktioniert auch extrem gut. Ja, hier war gestern Morgen früh shoppen, war Full House. Also, jetzt ist auch Bier da, guck mal. Gestern war alles ausgetrunken, aber... Aha, ich wollte gerade sagen, darf man da anfassen, aber das ist schon von hier, es ist so warm. So sieht das also aus. Aha. Ich habe das, glaube ich, noch nie so gesehen, dass das da so drin durchge... Was auch immer, das, was da passiert. Aber, guck mal, hier aus Bamberg. Bamberg? Bamberg, Germany. Ja. Guck mal, ich habe einen Freund von mir, der kommt aus Bamberg. Den muss ich das mal schicken hier. Das hier, sein Malz, Bamberg, Germany. So, dem habe ich ein Foto gemacht. So, jetzt, hier. Ich habe meine Karte verloren. Irgendwo ist mir jetzt meine Karte runtergefallen. Hier liegt sie. Guck mal, das ist mal die Gefahr, wenn man das Handy aus der Tasche, dass die Karte gleich mitfällt. Die Karte, hat keinen Magnetstreifen mehr, sondern sie hat einen berührungsempfindlichen Sensor oder wie soll man sagen, also man hält die nur irgendwo ran. So, neu im Brauhaus, hier Enten- und Hähnchengrill. So, ist ja eigentlich auch, kann man sagen, wir sind nicht eher drauf gekommen, also, ja, ein Enten- und Hähnchengrill. Also, je nach eurer geografischen Herkunft, könnte man auch Broiler sagen. So, KSF, nicht WMF, sondern KSF. Es ist schon richtig heiß. So ein bisschen wie beim Dönermann, ne? Das ist ja auch unglaublich heiß. Aber ja, ich meine, frische Hähnchen. Ich meine, dieses Gepule nicht so, ne? Was man dann so hat mit den ganzen Knochen und dem Glibberkram und den Knochen. Also das ist nicht so für nicht so meins. Deswegen, ich bin dann eher so der Hähnchenbrusttyp. Ja? Aber ich weiß ja, viele von euch. Und ja, also morgen früh will ich das eigentlich mal ausprobieren zum Frühstück oder zum Frühshoppen. Wenn er denn hoffentlich morgen wieder stattfindet.
Man hat hier dann abends auch eine Band, da war dann richtig Stimmung. Man hat hier auch ein Gastgeber-Brauhaus, nennt sich das. Das ist dann auch so eine Art Moderator oder was, ja. Und ja, das ist vom Konzept sehr stimmig. Essen im Reisepreis enthalten, aber Getränke, insbesondere natürlich das hier gebraute Bier, das kostet extra. Aber Gott, ich muss irgendwie immer als Reederei sich natürlich irgendwas überlegen. Ne? Wie schafft man es noch, dass ihr noch ein bisschen mehr Geld ausgebt, als ihr eigentlich wolltet? So, und jetzt geht es ins Weite Welt Restaurant. Weite Welt Restaurant. Hier gibt es am Abend Mottoabende. Ja? Also Weite Welt ist ja beispielsweise auf AIDA, Diva, fortfolgende, ist es ja so, dass ich so Stände habe mit unterschiedlichen Ländern. Hier ist es halt so, ich habe immer am Abend einen Mottoabend und der wechselt auch jeden Abend. Ja, also die, ich meine, das weiß ich, hätte ich, ob ich das ausgesucht hätte, weiß ich jetzt nicht, aber also diese Musterung, ja, aber muss ja, ich meine, irgendwas musste man nehmen, wahrscheinlich war das günstiger. Ha? Wie gefällt Ihnen das? Geht so. Also ist nicht das Entscheidende hier, ne? Hauptsache das Essen schmeckt. Finde ich auch. Ja, so, wollen wir hier nochmal reingucken, was hier nochmal ist. Wahrscheinlich so viel passiert hier nicht mehr, aber Anne, doch, ist doch noch größer als gedacht. Also ja, hier ist einmal dann Buffetbereich, wo jetzt halt nichts mehr zu sehen ist. Und ach guck mal, hier so LED, riesige LED-Fernseher, die sind natürlich, kosten ja immer noch ein Vermögen, so große Dinger, ne? Also das ist hier wirklich, haben sie hier einfach mal so eingebaut, so als Kunstwerk. Ja, so, also hier geht's, ja, ist jetzt im Grunde ein bisschen witzlos, weil man nicht viel sieht. Also das ist der Außenbereich, ich rede schon wieder, weil ich weiter denke, als ich spreche. Das meinte ich nicht, wir gehen jetzt in den Außenbereich vom Weite Welt Restaurant. Ja, und zwar einmal da so, hier so, na gut, das ist der Kameramann mal. Man sagt, ich bin selber ganz überrascht, dass der Rundgang jetzt so, entweder habe ich was vergessen oder es geht jetzt doch ganz gut auf. Weil jetzt würde ich nämlich hier unten gucken und dann gehen wir nämlich hoch, das geht nämlich von hier wunderbar auf Deck 8. So, jetzt hier, fantastischer Ort, ja, gerade wenn man jetzt so Sonne hat wie jetzt, besser geht es natürlich nicht. Weil es gab ja vorher die Diskussion, mein lieber Mann, gibt es keine Außenbereiche mehr oder wir essen so gerne draußen. Jetzt muss man natürlich sagen, dieses Haus fährt ganzjährig ab Hamburg. Das bedeutet, dieses Schiff fährt ganzjährig ab Hamburg. Das bedeutet, wie viele Tage wird man realistischerweise haben im Jahr, wo man wirklich nett draußen sitzen kann? 100 vielleicht, ja. So, deswegen ist es doch logisch, dass ich das nicht ganz so groß mache, weil ich habe ja das Schiff den ganzen Tag, das ganze Jahr. Ja. So, hier kann ich gut sitzen. Wollen wir hier mal, ohne Persönlichkeitsrechte zu verletzen, das einfach mal vorführen. Hier gibt es nun kein Essen, also jetzt hier jetzt, also an den Plätzen da schon, aber hier kann ich dann sitzen und kann dann sogar hier hinten rausgucken. Also ich betone das so, weil ist natürlich immer so die Geschichte, bei großen Schiffen habe ich noch Kontakt mit dem Meer, ne? Oder geht das natürlich so ein bisschen verloren? Also ich weiß nicht, ob man diese Musik im Hintergrund hört. Es ist von Andreas Dorau, Fred vom Jupiter. Ich bin ein bisschen überrascht, weil ansonsten hatte ich das Gefühl, dass hier musikalisch rein gar nichts dem Zufall überlassen wird. Aber wieso was da jetzt reinkommt, weiß ich jetzt nicht. So, guck mal hier bitte mal. Ein Blick schon mal hier auf die gläsernen Fahrstühle mit dem Skywalk da oben, der da rumführt. Werden wir alles noch sehen, wenn die Sendezeit dann nicht überzogen ist und uns der Stecker gezogen wird. Aber ja, hier draußen habe ich gesagt, dass das hier Außenbereich ist vom Weite Welt Restaurant mit Lanai Bar. Ja. So, also das ist hier diese sogenannte Lanai Bar. Ja, das ist so ein bisschen natürlich in der Tradition der AIDA Bars, die ich so immer häufig auch im hinteren Bereich des Schiffes mit habe. Hier ist ein Heizstrahler, aber ehrlich gesagt, also ich würde mich lieber vor den Hähnchengrill, der war besser. Also der Hähnchengrill, man hätte hier draußen den Hähnchengrill vielleicht hinbauen sollen, dann wäre es so von der Heizwirkung, hätte man es gleich nutzen können. Ja. Aber gut, man versucht das hier, ganz Jahresschiff. Das gelingt hier an diesem Platz wahrscheinlich wirklich nur so bedingt und das ist halt besser dann bei kaltem Wetter. Ach so, guck mal, hier wieder, offenbar darf man hier rauchen. Nehme ich mal die Existenz des Aschenbechers als Zeichen, dass man hier, doch, Menschen rauchen hier, ja. So, jetzt gucken wir mal weiter. Also hier weiter diese Lounges, oder naja, Lounges übertrieben, diese Sitzbereiche.
Ist ja nicht jeder Sitzbereich immer gleich eine Lounge. So. Ah ja. Ich sehe, der Kameramann war gleich im Wahnsinn. Da vorne steht auch wieder Kaffee und Kuchen da so. Kann man das da sehen? Kaffee und Kuchen. Also Kaffee und Kuchen wird dezentral ausgegeben. Kein Kaffee und Kuchen mehr. Aber dafür auch von 14 bis 17 Uhr. Hey, also nicht mehr nur so eine Stunde oder so und alle. Servus. Hallo. Servus. Bei euch. Ja, jawohl. Bei euch auch. Immer. Sehr gut. Und ja, also ich muss ja mal sagen, also man spricht so leichtfertig von einer Welle der Sympathie, aber das, wie viele Leute hier auf dem Schiff waren, das ist wirklich irre. Und man gesagt hat, Mensch, wir lieben deine Videos und so, das ist so cool. Vielen Dank, ihr seid toll. Also immer noch, doch, dann größer als gedacht hier, der Außenbereich vom Weite Welt. Hier geht es nämlich auch rum. Und ja, jetzt geht es hoch. Ist das hier denn auch schon Lanai-Deck? Nee, das ist nur das da oben. Das da oben heißt nur so, ja. Ja, also das ist auch sowas, was man so in dieser Form, so mit Showtreppe im Außenbereich, relativ selten sieht. Also quasi nie. Ja, das ist schon. Aber das ist immer gut, ne? wenn sich Designer was einfallen lassen oder Schiffsplaner, wo man sagt, so, okay, haben wir nicht schon tausendmal gehabt. Ja. Jetzt haben wir ja auf Schiffen normalerweise immer nur liegen. Ja. Was macht natürlich aber auf einem deutschen Schiff Sinn? Ne? Strandkorb hier. Da vorne ist dann Strandkorbvermietung More. Strandkorb 10 Euro. Nein, nicht wirklich. Also könnte ich mich natürlich mal hinstellen. Ne? Wir machen hier eine Strandkorbvermietung auf und dann so vermieten wir hier die Strandkörbe. Aber die sind tatsächlich im Reisepreis enthalten. Aber dementsprechend kann man natürlich annehmen, Liegen reservieren war gestern. Jetzt kommt hier wirklich, also Liegen reservieren 3.0 ist das Strandkorb reservieren. Da muss man, glaube ich, mit Waffengewalt muss man dann hier Leute vorbeischicken, die Dinger freimachen. Aber ja, wir wollen hier ja nicht reinfilmen oder vielleicht doch, also wenn die leer ist, kann man noch reinfilmen. Aber das sind halt hier diese Lanai-Kabinen, ne? Jetzt haben mich Leute gefragt, so kann man denn da reingucken? Geht man da dran vorbei? Naja, also irgendwo schon, ne? Man geht da dran vorbei. Lanai-Kabinen heißt ja, man hat hier vorne die Veranda, in der Mitte ein Wintergarten, das Bett ist dann da hinten. Also man kann nicht aufs Bett gucken oder doch. Aber ich hoffe, die ist leer hier. Die ist bestimmt leer. Ja. Hm? Ah, wo wir das jetzt hier gerade so schön alles sehen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass diese ganzen Kabinen, die sich hier alle in einem sehr, sehr, sehr riesigen Abschnitt befinden, dass die wirklich vergleichsweise weit vom Meer weg sind. Das sind ja geschätzt 2, 4, 6, 7, 8 Meter. Und man kann also eins nicht, man kann nicht nach unten ins Wasser gucken. Ne? Also das geht natürlich auch grundsätzlich auch auf vielen anderen Schiffen nicht unbedingt. Aber dass man so weit weg ist, ist schon baulich, sagen wir es mal so, relativ ungewöhnlich. Ja? Aber gut, ist mal was anderes. Also ja, diese Lanai-Kabinen, ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin für alles offen, was mal anders ist. Ne? Also nichts Langweiligeres als Schiffe, die immer gleich sind. So, jetzt kommen wir. Der letzte Schrei, ich wusste bis vor kurzem gar nicht, was damit genau gemeint ist. Infinity Pools. So, jetzt sind da Menschen drin. Wir wollen ja keine Menschen sagen, die nicht gezeigt werden wollen, aber hier ist ein leerer Infinity Pool. So, ich werde da jetzt mal reinspringen, habe extra Badehose dabei. Nein, aber, So, guck mal, Infinity Pool heißt ja, man sieht im Grunde nicht, dass der Pool irgendwann zu Ende ist, weil dann da eben so eine Glasscheibe oder was ist. Ist mal eine ganz witzige Geschichte. Das ist jetzt hier nur von der Temperatur. Ach, guck mal, jetzt ist es warm. Das war viel wärmer als heute Morgen. Aber, jetzt habe ich ja probiert, ist kein Salzwasser, es ist geklort. Ja, also muss man nicht zwingend, ja was heißt nicht zwingend, duschen. Natürlich muss man duschen, aber es ist nicht so unangenehm wie Salzwasser auf der Haut. Aber diese Dinger sind ganz witzig. Es gibt noch das Patio-Deck für, wo wir nicht heute hinkommen, weil wir keine Panorama oder das Kamine oder Suite haben. Das hat auch nochmal weitere Infinity-Pools. Ja, also das ist schon so ein ganz netter Gag, ne? dass man da sagt so, ach guck mal, das machen wir mal. Infinity Pools. So, weiter auf dem Lanai-Deck. Jetzt das, ach guck mal, ich wollte sagen, hier sitzt jemand, aber ja, guck mal, das ist natürlich, ne, hier die, nimmt hier wertvollen Platz in Anspruch, die Dame. Kann man die auch rausnehmen? Nee, die ist festgebunden, ja. Ist so ein bisschen, aber guck mal, ach hier. Ist das jetzt die Reservierung? Ja, liegen hier zwei Handtücher? Oder noch so eine, aha. Oder ist das mir noch runtergefallen? Nö, ich würde sagen, es ist keine Reservierung. Aber ganz ehrlich, es ist so kalt, wer will da freiwillig sitzen jetzt? Aber
kann man ja mal vielleicht so für die ganze Reise prophylaktisch reservieren oder so. Buffalo Steakhouse hat jetzt hier noch einen Außenbereich, was natürlich wirklich schön ist, aber halt natürlich auch der Haken, es ist natürlich nur wenige Tage im Jahr wirklich nutzbar. Wird dann natürlich, wenn die baugleiche Aida Perla ab Mallorca fährt, wird das Ganze natürlich ein bisschen anders sein. Da hinten ist es dann auch gleich schon zu Ende, unser Lanai-Deck. Deswegen gehen wir hier mal wieder rein, denn wir haben noch ein volles Deck hier vor uns. Und hier geht es, das ist jetzt doch hier, vorher überlegt man sich die Laufwege, denkt, das klappt alles gar nicht, aber es läuft jetzt doch reibungsloser als gedacht, weil hier sind wir genau richtig. Hier ist eines von zahlreichen Treppenhäusern. Also es gibt nicht nur zwei Treppenhäuser, sondern viel mehr. Ja. So, da jetzt also weit. Ah, hier kann ich noch einen Nachteil erklären. Haha, ein Nachteil auf diesem Schiff, was die Schaltung der Fahrstühle angeht. Und zwar, wir sehen, es gibt einmal die Fahrstühle auf dieser Seite. Die kann ich hier bestellen. Wenn ich jetzt hier drücke, betrifft das aber nicht diese Fahrstühle. Also wenn ich die dann will, muss ich hier nochmal drücken. Jetzt ist es ja so, ich habe da gedrückt. Jetzt kommt da vielleicht der zuerst. Guck mal, hier, er kommt da zuerst. Dann gehe ich hier rein, ich bin dann mal weg, tschüss. So, jetzt ist das Problem, jetzt kommt da drüben, der Fahrstuhl auch gleich. Ja, hier. Nee, der fährt runter. Aber ja, jetzt kommt hier auch gleich einer. Jetzt bin ich aber da eingestiegen und der hält jetzt und blöd, fährt dann halt ohne mich. Und führt dann halt zu Verzögerungen im Betriebsablauf. Ah, das ist übrigens, ah ja, komm, jetzt, der arme Kameramann hier. Es ist übrigens hier Hyundai. Also da sieht man, das Schiff kommt aus Japan. Hyundai, mal was anderes. Also nicht hier, was haben wir, Otis oder andere Hersteller. Und so, hier gehen wir mal vorbei. Ja, jetzt kommen wir hier nochmal kurz, auch nochmal einen Blick draus werfen, weil auf dieser Seite, die ist ja schon noch ein bisschen anders. Lanai Deck, zweiter Teil, Sesam, öffne dich. So, auch, hier. Also man sieht hier auch nochmal großer Bereich, ne? Dementsprechend hier auch jetzt viel mehr, jetzt brauche ich Sonnenbrille, viel mehr Strandkörbe belegt, ja. Und hier habe ich dann noch diese White Lounge, so würde ich sie mal nennen. Jede Lounge mit weißen Möbeln ist eine White Lounge, nein. Aha, hier auch nochmal der Aschenbecher. Also wenn es von den Rauchern keine Likes gibt heute, ne, dann weiß ich auch nicht. So, kümmern wir uns um den Rest von Deck 8. Natürlich auf Deck 8 dann auch gleich wieder der Atrium etwas. Ja, hier geht man jetzt vorbei an diesen Innenfenstern. Das ist natürlich, muss man sagen, nicht ganz optimal, denn das ist das Rossini. Rossini, Fine Dining, Aufpreisrestaurant an Bord. Rossini muss ich gar nicht so viele Worte zu verlieren. Also wer von euch AIDA kennt, der weiß, dass das Rossini in der Regel richtig was kann. Ja? 6-Gänge-Menü, Aufpreis ohne Getränke 32,50. Denkt man erstmal auch, ist viel. Nein, ist es meistens nicht, weil es ist einfach eine Qualität, die ihresgleichen sucht. Also kann man die Schwiegermutter auch wieder mit beeindrucken oder neidisch machen oder so. So, hier ist, was ist das hier? Alles verschlossene Türen, ne? Aber gut, man bekommt ungefähr einen Eindruck. Hier könnte man es aufmachen, aber das wäre nicht gut, glaube ich. Feier. Hier gibt es jetzt Sushi. Ja, also die Sushi-Bar. Hier kann ich nun einzelne Rollen bestellen oder es gibt sogar so ein All You Can Eat für 19,90 Euro oder so. Tatsächlich. Also der Traum Sushi All You Can Eat. Ja, den kann ich mir hier erfüllen. Aber man sieht schon, ne? Wie viele Plätze habe ich hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Plätze. Hallo? 22 Plätze, am Ende nicht so richtig viel. Ja, weil es, ja Gott, ich meine, man macht es immer so groß, wie man es muss. Diese Stäbchen lagen gestern schon genau da. Ich glaube, seitdem ist noch kein Kunde da gewesen. So, machen wir wieder so. So ist wieder alles in Ordnung. So, kriege ich noch hier Honorar hier von AIDA, weil ich hier die Arbeit hier der Mitarbeiter mache. So, da wir ja wissen, das klassische Fernsehen oder Fernsehen überhaupt ist fast tot, gibt es hier diese Insel nicht mehr wie auf den alten Schiffen mit einem Fernseher da vorne dran, sondern der ist jetzt einfach weg. Weil man gesagt hat, Mensch, die Leute sollen nach draußen gucken, nicht auf dem Fernseher. Aber ja, da hat man ja auf den Zwingsklasse-Schiffen noch ein bisschen häufiger, aber die hat man jetzt hier noch ein bisschen weniger als Reminiszenz. Dafür halt, wie gesagt, die Lottokugeln. So, also. Guck mal, hier kann man diesen, den riesigen Ball noch mal ein bisschen besser sehen, ne? Also 900 Kilo. Wäre lustig, wenn man den so spontan mal so Freefall-mäßig da so
runterfallen lassen könnte und der würde dann einen Meter über den Köpfen irgendwie erst zum Stehen kommen oder so, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu abenteuerlich. So, Sunset Bar ist dann wieder eine weitere Bar. Ach guck mal, und hier gibt es Kuchen gerade. Hey, hello. Genau, also das ist dann so diese Tablette, wie sie dann im Grunde überall auf dem ganzen Schiff stehen zur Kaffeezeit. Ne? Also das hat man ganz gut gelöst, indem man das ein bisschen entzerrt und die Leute sind dann einfach überall. Hier ist der Suitenbereich. Ah, wie komme ich denn hier? Was passiert denn eigentlich? Ich müsste ja hier... Na, tut sich nichts. Tut sich nichts. Ah, guck mal, hier sind so... Man will gar nicht sehen können, oder? Ist das wobei die Kamera? Na? Aha, man sieht hier so ein bisschen Spycam-mäßig. Da gibt es die. Ist jetzt nicht so, dass für Suitengäste, das ist so, was Essen und so angeht, habe ich mir das angucken können. Ist nicht so wie die X-Lounge bei TUI Cruises. Also kein Vergleich. Ne? Also das ist aber trotzdem, es ist... Oh Gott, was? Eine Stunde 20? 14 schon? Oh Gott. Aber es wird ein bisschen länger heute. Also die nachfolgende Sendung verschieben sich um 2 Stunden. Das war auch so gefordert. Irgendjemand hat gesagt, ich soll 3 Stunden machen. Also wenn ihr das wollt, mache ich doch. Also ist kein Problem. Ja, wie gesagt, hier Theaterraum, hier von oben. Schöner Blick. So, alles gut, alles wunderbar. So, aber eine Stunde 14 Minuten. Ich muss auf die Tempo-Tube drücken. Kommt da jetzt über... Nee, da ist nichts mehr. Raucherlounge steht da wieder, aber wie sieht die denn aus? Wenn das hier nicht mal der Raucherrundgang-Spezial heute ist, dann weiß ich auch nicht. Raucherlounge, ja guck mal, schon wieder. Das ist ja wahrscheinlich hier das raucherfreundlichste Schiff aller Zeiten. Müssen wir gar nicht rausgehen, ist kalt. Aber ist, ach so, doch, na, wobei es ist schon interessant, weil, hier kann man so ein bisschen mal durchgucken, weil da kommen wir jetzt auch nicht rein. Sind da nackte Menschen? Nee, aber kann man also nicht. Da hinten ist jemand, muss man nicht sehen. Aber das ist hier der Bereich vom Spa. Ja? Ich habe ja keine Sauna mehr inklusive, was zu großen Diskussionen führt, weil auf einer Route, die irgendwie zu 8 Monaten im Jahr in der Kälte ist, wäre das ja ganz schön, wenn man mal kurz in die Sauna könnte. Ja, geht halt nicht mehr. Dafür hat man halt diesen Spa-Bereich, der 29 Euro am Tag kostet, der etwa 100 Euro pro Woche kostet. Ja, und die Schwierigkeit ist halt auch, wenn man Geld nimmt, es gibt halt auch nur begrenztes Kontingent. Ne? Also es kommt halt auch dann nicht jeder zum Zuge, der wirklich will. Und ich habe jetzt schon von Beschwerden von Leuten gehört, die sagen, ja, gibt gar nichts mehr. Ja, das ist hier jetzt so ein bisschen überraschend, weil man guckt jetzt da so hin und denkt so, das sieht jetzt irgendwie aus wie, da geht es nicht wirklich weiter. Aber von wegen, ja, wenn man hier jetzt vorbeikommt und plötzlich denkt man, tata, mitten im Paradies, so im Spa-Paradies. Aber das hat man ein bisschen, das hat man hier vom Fluss mit diesem Knick ein bisschen ungünstig gemacht. Wobei, wenn man eh nicht will, dass die Leute kommen, unangemeldet, dann machst du ja auch nichts. Aber so, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Hier gibt es also das Spa. So, eine, ja, und im Grunde, das ist hier dann so der Vorbereich. Und das Sesam öffnet sich sozusagen da hinten. Und da geht es dann, da geht's dann eben zu dem, was zu dem Bereich, wo man sich entspannen kann. Ja, das waren also die ganzen Decks im unteren Bereich. Es wird oben ist hier tatsächlich so viel im Verhältnis dann nicht. Also deswegen wird es nicht mehr ganz so lang. Also sehen wir uns gleich oben. Und wie kommt man am besten nach oben? Natürlich mit dem Fahrstuhl. Und da gibt es eben diese Panorama-Fahrstühle am Heck, des, ja, relativ Heckbereich des Schiffes. So, und da hat man natürlich hier so einen ganz guten Blick jetzt nach draußen. Nicht nur auf die Fensterputze. Ach, guck mal hier. Southampton. Ja, Hamburg ist schöner, aber kann sich das nicht aussuchen, ja, heute. Also, jetzt einmal ganz nach oben. Ja, teilweise haben diese Fahrstühle hier noch nicht funktioniert, deswegen bin ich sehr froh, dass es gerade geklappt hat. Und jetzt gehen wir raus. Aha, hallo. Und jetzt kommt hier einmal der Skywalk. Das ist im Moment eigentlich, wenn wir den zeigen, hätte ich die Schuhe vorher putzen müssen, aber ja, ach, das geht. So, guck mal, hier ist aber nicht das Meer direkt drunter, sondern hier ist dann wieder das Lanai-Deck. Ah, hier. Von hier hat man nochmal einen sehr guten Überblick, wo wir dann überall schon waren. Also hier habe ich diese ganzen Lanai-Kabinen mit den Wänden. Da ist dann diese Treppe, die da hochgeht. Ja, also das ist schon alles wunderbar. Ja, und jetzt habe ich, es gibt wirklich Leute, die werden schwindelig hier, ne? Aber da merke ich so, Höhenangst oder so ist mir völlig fremd. Spätestens bis zu dem Moment, wo mir vor mir hier so eine Platte mal runterfällt. Aber
und ich da gerade lang gehen will. Nein, das wird natürlich nicht passieren. So, wahrscheinlich gibt es auch einen extra Fensterputzer hierfür. Das ist ja auch eine sehr gewagte Konstruktion, was auch immer das ist. Jetzt knackt es hier, aber komische Konstruktion hier. Hängt alles an dem stählernen Faden oder so. Ja, also diese Skywalks macht man ja gerne mal so mittlerweile. Habe ich auch schon gesehen bei Princess Cruises und so weiter. Also ja, ist so ein ganz netter Gag, ne? Also man kann hier schöne Aufnahmen, habe ich gesehen, machen bei Sonnenuntergang oder so. Ja. Wenn wir mal gucken, diese Gebäude, wo hier die Fahrstühle drin sind, das ist einmal das da. Und man hat also die Satellitenantenne da dekorativ oben raufgepackt. Ja, das ist sonst weiß man immer gar nicht, wo soll man die hinpacken. Aber da oben, meine, stören sie nicht, sind sie noch weiter am Satelliten dran, ist das Internet vielleicht ein bisschen schneller. Na, nicht wirklich. Ja. Das ist nur mal eine etwas gewagte Theorie. Also Internet an Bord nicht so recht schnell. Also im Klartext auch wieder langsam. Ja, also ist nicht teuer, ja sowieso, ist ja nichts Neues. Auch wenn es eine Social Media Flatrate gibt, wo ich Facebook, WhatsApp und so weiter nutzen kann. Wollen wir jetzt hier schon mal reingehen? Jetzt, guck mal, das Konzept endet nämlich wie diesen Film an dieser Stelle. Ab jetzt ist alles nur noch Freestyle. Bislang war alles nach einem Drehbuch abgelaufen. Jedes Wort war geskriptet. Wir gehen hier jetzt mal rein. Wir versuchen jetzt hier mal reinzukommen. Das ist nämlich hier der Bereich Four Elements, vier Elemente. Denn Ganzjahresschiff heißt natürlich, es muss sich auch viel im Warmen. Genau, hier geht's rein. So, Sie wollen rein. Genau, vielen Dank. Ganzjahresschiff heißt natürlich, ja, es muss zwangsläufig irgendwie überdacht sein. Und hier drin, jetzt könnte ich endlich hier mal eigentlich meinen Pullover ausziehen und man sieht hier, kann die Werbung hier wieder, die dezente Werbung wieder losgehen, aber ich lasse jetzt an, komm. So. Ja, jetzt geht es jetzt hier immer noch hoch und ich weiß jetzt gar nicht wo. Ach ja, hier geht es zum Klettergarten. Müssen wir da jetzt hoch? Nee, müssen wir nicht. Den sehen wir gleich anderweitig. Gehen wir lieber einmal runter. So. Um uns ein bisschen Orientierung zu verschaffen. Vier Elemente. Temperatur, vielleicht 25 Grad, vielleicht sogar Ende 20 Grad. Und nach dem vierten Element folgt das fünfte Element, das ist hier. Das ist nämlich diese Bar hier. Hallo? Aber die Bar ist jetzt gar nicht so interessant. Ja, hier ist es jetzt soweit. Ja, das ist auch so ein Platz, den es so auf einem Kreuzfahrtschiff natürlich auch so bislang noch nicht gab. Ne? Völlig neu. Man hat da oben den Klettergarten, haben wir gerade gesehen, läuft man so 20, 30 Minuten. Ja, und ja, dann ist das hier so ein Multifunktions-Action-Bereich, so würde ich mal ausdrücken. Ganz interessant, wir sehen hier diesen Sitz, wie ich den auch auf dem Kabinen, auf dem Veranda-Balkon habe. Den gibt es hier in der überwiegenden Zahl. Es gibt tatsächlich relativ wenige echte Liegen, sondern das meiste sind diese Dinger hier. Hat natürlich den Vorteil, dass die weniger Platz brauchen. Und auf der anderen Seite, ich meine, sind wir wieder bei dem Thema, ja, wenn es also gar nicht so richtig heiß ist, was soll ich mich da wirklich so anders hinlegen? Ja, so, jetzt gucken wir mal, da ist einmal der relativ große LED-Screen, der gerade schwarz ist, wo ich Filme mir angucken kann, abends zum Beispiel. Gestern lief irgendwie Star Wars oder Star Trek, Star Wars, gut, ja. Ja, hier ist dann auch ein Teil des Klettergartens, da mit diesem Wagen. Das sollte ich vielleicht auch nochmal ausprobieren bei Zeiten. Ja, hier ist erstmal viel gesagt. So, wir wollen da gar nicht so sehr mit dem Lazy River, ne? Das ist sowas, ist ja immer, wir zeigen ja eigentlich keine Kinder und so. Kriegt man das irgendwie hin? Guck mal da so, da sieht man keine Gesichter, das ist alles. Ja, ansonsten können wir die auch noch blurren später bei YouTube, das ist kein Problem. Also hier sieht man, fährt man dann so lang auf so einem, ja, reicht auch, vielen Dank. Fährt man dann lang auf so einem Reifen. Ja. So, das war erstmal dieser Teil hier des Bereichs. Und deswegen würde ich vorschlagen, gucken wir einmal noch mal einen Tick weiter. Ups, ich falle hier runter. Aber wo es dann hier noch lang geht, Four Elements. So, ja, hier sind noch so ein bisschen, hier sind schon die ersten Schäden hier entstanden. Oder es waren die wirklich heile, aber das ist natürlich, kann natürlich passieren am Anfang. Ja. Hier ist die Four Elements Rezeption. Hier kann ich mich informieren, hier kann ich mir Bücher ausleihen unter anderem. Aber jetzt geht es erstmal darum, was ja immer wichtig ist. Es geht ums Essen, es geht ins Fuego Restaurant, das neue Familienrestaurant mit so einer
Schwungtür. Das ist früher so wie bei Jürgen von der Lippe in Geld oder Liebe. Ja, sagt man, guten Abend, da bin ich. Ja, so, also herzlich willkommen. Und dann gucken wir hier mal. Ja, die Preisfüchse haben schon herausgefunden, hier gibt es offenbar den ganzen Tag Getränke. Ne? Also, ja, das ist, ich weiß nicht, ob das nur in der Anfangszeit so ist oder ob man die Apparate, ich hätte nämlich auch schon wieder Durst, ob man die Apparate später abschaltet. Also hier das Teeglas mal genommen, wobei die Getränke sind ja immer gar nicht spannend. Gucken wir mal Essen. Hier gibt es einmal süße Dinge, also auch wieder die Kuchen, die wir auch schon vorhin in anderer Stückelung gesehen haben, nämlich Cupcake und dann, was weiß ich, Cheesecake, Keks gibt es hier. Aber kleinen Moment, wo ist denn gerade hier Cola Light? Da haben wir gerade so, ups. Dankeschön. So, ich war ja eine Zeit lang, war ich ja los von Cola Light, ne? Und habe immer nur Wasser getrunken. Irgendwie jetzt, wenn es das jetzt hier so gibt, ist man natürlich da irgendwie schon wieder so ein bisschen, ja, affected. Nee, sagt man, wie sagt man, infiziert. Nein. Ach, guck mal, hier ist eine interessante Art des Bierzapfens. Man hat hier nämlich so einen lustigen Automat. Guck mal, ach, das muss man jetzt auch bezahlen. Ist das, was ist denn das? Das ist doch Wasser oder was? Aber, ach so, es ist Alsterwasser. Oder, oh, wow, jetzt läuft alles daneben. Wobei, aber ist... Der gibt die Mischung vor. Der gibt die Mischung vor, ach so. Und da soll man also Bier ohne Schaum zapfen können, das, was ich bis heute nicht hinkriege. So, jetzt hier, wer Hunger hat, Classic Burger, Cheeseburger, Crispy Chicken Burger, Bacon Burger, Backkartoffeln mit Sauercreme. Gibt es alles hier, alles im Reisepreis enthalten, bis 17 Uhr und dann wieder ab 18 Uhr oder so. Und dann also wirklich richtig lange. Ja, aber auch hier, ja, was es im California Grill gibt, also diese Bagel mit Salami und Käse, sieht ein bisschen bescheiden aus, ne? Geht jetzt so, marinierte Fleischbällchen oder auch hier dieses Sandwich. Wo habt ihr denn, also, wer hat euch denn gezeigt, dass man die so macht? Also, aber, naja. So, hier, Buffet, tief, nicht für mich oder so. So, damit man mich, so eine sportliche Herausforderung, damit man sich ein bisschen, ja, bückt und auch den unteren Rücken oder so trainiert. Nein, das ist hier für Kinder. Ja, das ist natürlich eine super Geschichte, gibt es ja bei Tour Cruises, hat es ja auch beispielsweise. Und ja, Spaghetti mit Bolognese ist falsch geschrieben hier. Bolognese, hier das N, dann, so, ist ja wieder hier, langsam habe ich hier das Image eines Klugscheißers, aber Bolognese, so, jetzt stimmt's. ja, also das ist, da wird ja schon neue geliefert. Ja, hier gibt es Salat, ah ja, und natürlich, was ist der Nummer 1 Snack auf Kreuzfahrtschiffen, ist natürlich Pizza, die gibt es hier, hätte ich die andere Hand nicht mit dem Getränk, hier hätte ich sie gerne mal probiert, aber Hawaii, Thunfisch, Salami, was man alles gerne hätte. So, also, das ist quasi, ja, wenn man so will, dieses Fuego-Restaurant ist so ein bisschen der California Grill XXL. Ja, also, ja, aber das Bier, genau, und da muss man dann hier wohl die Karte ranhalten und ja, so funktioniert das wohl. Aber das scheint, ist das nur, damit die Kinder da nichts trinken oder kostet das dann auch was? Das bleibt etwas unklar. Kostet nichts, ne? Ist nur für Alterscheck. Ah ja, genau. Und geht den ganzen Tag quasi. Bis 17 Uhr und dann... Das schellen die bestimmt noch ab. Das kein... Bestimmt nur wegen dieser Probenfahrt. Oder wahrscheinlich ist hier die Berechnungsfunktion noch nicht. Wahrscheinlich wird das... Auch noch was? Irgendwann wird das Geld kosten. Ja, ja. Weil sonst... Oh, sorry. So. Da. Wieder raus. Am Tee vorbei. Ja. Also, man würde schon sagen, ja, ach guck mal, Softeis, von vielen geliebt, gab es ja bisher, glaube ich, auch nicht unbedingt, ne? Softeis gab es auch nicht. Also, so ein bisschen wie bei Ikea, ne, wo die Waffel hochfährt und dann automatisch das Eis zapft, nimmt man auch nicht so viel. So, sehr lecker. Hoffe ich, also. Ja, was schwätze ich da, habe gar nicht probiert und rede schon von sehr lecker. So, jetzt wieder raus hier aus dem Fuego Restaurant. Durch die Schwingtür. Bei der Plaza. Und was haben wir hier noch? Irgendwo geht es jetzt gleich zur Rutsche. Die Rutschen kann man da schon sehen. Kurz schon mal, da ist ja Gläsern da oben. Da schießen gleich schon Leute vorbei vielleicht. So, ja. Ich habe noch nicht probiert, weil ich immer dachte, ich probiere zeitgleich diesen Lazy River aus. Und der war immer außer Betrieb. Aber jetzt geht ja beides, also kann ich nachher beides noch probieren. Vielleicht mal auch ein Video, wer weiß. Ah, guck mal, jetzt wartet man hier, jetzt kommt gar keiner. Ach, ich glaube, ist jemand, als du gerade weggeguckt hast, ist, glaube ich, jemand vorbei. Glaube ich. Also, aber werden wir später im Schnitt sehen.
Also denkt euch einfach, da ist jemand vorbei. Es sind zwei Rutschen und man rutscht da um die Wette. Die sind quasi gleich lang. Ja, man wird natürlich hier auch wenig sehen können, ohne hier Persönlichkeitsrechte einzuschränken. AIDA Racer heißt das Ganze. Racer heißt halt um die Ecke. Ich meine, wir müssen gar nicht so sehr, wir können eh keinen Film hier. Das ist quasi der Ankunftsbereich hier, ne? Also, es wird ein separates On-Ride-Video geben von der Rutsche. So, jetzt wieder zurück. Oh, ich wollte jetzt nicht genau, nein, weg. So, einmal vorbei. Ja, genau. Als Expedient kennt man es. Das war, ja, Kids Club, Mini Club. Ja, da gehen wir gar nicht rein, weil das können wir eh nicht filmen. Ja. So, aber, jetzt ist die Herausforderung, es ist hier jetzt noch so ein Sportdeck. Wir versuchen da mal, irgendwie hinzugelangen. Es müsste hier aber eigentlich weitergehen. Wenn ich mich erinnere, geht es hier weiter. So, ja, diese Handdekoration ist dann hier schon Modell Kids Club oder so. Ja. Gut, das haben wir hier. Vielleicht sollte ich mal auf den Decksplan gucken, ne? Den gibt es ja dafür. Sie sind hier. Ach so, ja, da. Ja, ich weiß wieder. Also alles gut, macht euch keine Sorgen. Programm Kids, hallo? Da sind wahrscheinlich Menschen gerade drin, ne? Genau, deswegen gehen wir da auch nicht rein. Genau. Das, solche Orte soll es hier nämlich auch geben an Bord. Also Betreuungszeit. Ah ja, Miniclub, das ist das. Ist das hier das, wo für Kinder unter 3, sowas gibt es jetzt nämlich auch, gegen Aufpreis, Kinder unter 3, eine super Geschichte, wenn man nämlich mal sagt, so Papa, Mama wollen ins Spa oder so. Dann kann man halt dahin. So, können wir eigentlich die Treppen nehmen, weil wir haben noch gar nicht die Treppenhäuser gezeigt. Ne? Wenn man das hier so dieses, hier sieht man auch wieder an diesen Treppenhäusern mit diesen Stahlseilen, typisches auch Erkennungsmerkmal, ne? auch der letzten AIDA-Generation. Also auch allein, wenn man das Treppenhaus schon sieht, weiß man, man ist auf einer AIDA. Ja. Das ist ja sonst, wenn ich vielen anderen Kreuzfahrtschiffen, weiß man gar nicht, wo man ist. Ja. Ist es jetzt Costa oder Karneval oder was auch immer. Aber so, ja, Teens Lounge wahrscheinlich auch in Benutzung, wahrscheinlich auch dann nicht zeigbar ohne Einwilligung der Eltern. Ach, guck mal, hier. Das ist ja fast hier so eine Reminiszenz so ein bisschen an die Anytime-Bar, ne? Wo man hier so... Ja, aha. Das sieht so ein bisschen da aus. Ach, hier, guck mal, hier gibt es jetzt auch so Automaten. Tata. Wenn ich jetzt Hunger hätte, spontan auf Schokolade, weil ich schon so viel geredet hätte, eine Schokolade 1,20, Duplo 40 Cent, Twix 60 Cent. Das ist ja gar nicht so teuer. 60 Cent. Das ist ja günstiger als an der Tankstelle, Mensch. So, wollen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen. Meine Hoffnung wäre, sieht ganz cool aus hier. Also, ich war nämlich auch noch nicht drin. Also, ja, weil das sind immer die Orte, die ich mir gar nicht so genau angucke, weil ich immer denke, na, mit Filmen dann am Ende eh schwierig, wenn hier Teens und Kids drin sind. Aber wir können eigentlich auch schon wieder zurück, weil es geht hier gar nicht weiter, verdammt. Ja, so, das war's, ja. Kommt man nicht raus, ne? Crew only. Warte mal, es müsste doch hier für Gäste nur... Ah, komm, geht. Die Luft ist rein. Also ihr habt das jetzt nicht gesehen. Ganz ehrlich, hier geht man nicht lang. Ah, Minigolf. Ich hätte es beinahe vergessen. Hier gehen wir gleich hoch. Minigolf gibt es einmal hier. Ja, das... ist so ein bisschen so avantgardistisch, ne? Hier die avantgardistisch, diese Form der Plätze. Wie geht es denn jetzt nochmal auf dieses verdammte Sportdeck? Hast du eine Idee? Da so lang? Nee, ne? Müssen wir noch ein bisschen. Einmal nochmal. Also hier, glaube ich, geht es nicht hoch. Das ist. Oder? Ach, doch, hier sind wir ja. Ich dachte, hier sind wir schon wieder in diesen Four Elements drin. Aber hier ist es. Na bitte, Basketball, Hockey, also meine sportliche Kompetenz geht immerhin so weit, dass ich also sagen kann, wenn da so ein Korb hängt, ist es Basketball, wenn da so ein Tor steht, ist es nicht Fußball, dafür ist es zu klein. Also ich bin, was Sport angeht, doch gar nicht so ungebildet, wie man denken könnte. Wo geht's denn da oben hin? Ach, da gehen die Rutschen los, ja. Ja, hier sieht man jetzt die Rutschen, ne? Ist, ja,
Ja, also das mal mit diesen Rutschen sind ja extrem populär, hatte man ja bei AIDA bisher gar nicht, aber auch wenn man mal irgendwie im internationalen Wettbewerb schaut, also Royal Caribbean auch lange ohne Rutschen, jetzt bauen sie ständig irgendwo Rutschen, also das ist auch mal interessant, ne? Wie solche Trends dann entstehen, ja? Dass man irgendwie, dass plötzlich jetzt alle rutschen wollen, also ach guck mal hier, MSC Musica da drüben, aber ich schweife ab, guck mal, es wird zu lang, schnell weiter. Weil es kommt ja noch ein wahres Highlight, das ist mit der Beach Club. Ja? Den habe ich euch bislang noch vorenthalten, denn der hat es auch wirklich richtig in sich. Hier kommen wir gleich erstmal zu den vier Buchstaben, das ist aber bei AIDA auf Facebook. Diese vier Buchstaben versprechen wahres Urlaubsglück und so, also das ist immer alles so ein bisschen, ja, bei AIDA, wenn die so auf Facebook schreiben, ist immer alles so ein bisschen verschwurbelt und immer, ja, also das sind die vier Buchstaben, die pure Urlaubsfreude oder wahres Urlaubsglück oder was auch immer versprechen. So sagen die das immer. Die sind nun beleuchtet, was man jetzt natürlich nicht sehen kann. Aber ja, also diese Minigolfbahnen, also avantgardistisch. Also mir ist das, weiß ich nicht, das ist doch nicht schön, ehrlich gesagt, oder? Ist das schön? So die hässlichen Dinger dazwischen. Aber gut. Ja, gehen wir nochmal ein Deck höher, weil es bedeutet Ganzjahresschiff, viel überdacht. Bedeutet, es gibt eigentlich kein klassisches Pooldeck, wie ich das sonst habe. Ne? Das wäre, wenn es das gäbe, wäre das an dieser Stelle. Aber das ist eigentlich hier nur so ein Zwischenbereich. Zwischenbereich, ne? Da so, wo man denkt, so ein bisschen verloren hier einmal zwischen diesen Four Elements und so und eben dem Bereich. Und wo wir hier gerade mal sind, hier, wo dieses Glas und so ist, da ist das Crew-Pool-Deck. Das ist also jetzt nicht mehr, weil das geht ja auch gar nicht im Bugbereich des Schiffs, weil da ja, sieht ja hier ein bisschen anders aus, da ist gar kein Platz. Da ist das nun eben da. Kann auch nicht der Kapitän oder so raufgucken, sondern haben sie nun da Platz für sich. Auch hier wieder, ne, wie ich sagte, liegen, einfach eigentlich nur Modellsitz und nicht Modellliege. Also, oder Sitzliege oder was auch immer. So, ja, der Blick. Hier habe ich nun so wie früher im Schwimmbad, ne, so ein Außenbereich eben für das Bad, was eben nun da innen ist. Ja. Also gut, dann gehen wir da mal rein in den Beach Club. Ach so, bevor ich das hier außen kann man das noch ganz schön sehen. Wenn ihr bitte diese 2, 4, 6, 8 Fenster nebeneinander mal seht, 3 Fenster hoch, das kann man bei schönem Wetter dann komplett aufklappen. Das habe ich vorhin beim Four Elements vergessen zu sagen. Das Dach kann man da nur so in der Mitte so ein bisschen aufschieben. Hier im Grunde geht es nicht. Hier kann man halt die Türen öffnen. Und es gibt so eine Art Schornstein, den man da noch, also da Abluft, die man da oben sieht. Oh, jetzt wird es heiß hier. Ach, jetzt wird es heiß, denn auch hier gilt wieder Temperaturen von 25 Grad. Also ich möchte euch bitte ausdrücklich ermuntern, bringt kurze Hosen mit, ja? Normalerweise würde man ja denken, so Mensch, hier Reise in die Nordsee, bringt das wird saukalt oder so. Aber dieser wundervolle Beachclub, ja, habe ich halt hier Temperaturen, das ist gerade, glaube ich, mehr als 25 Grad, da komme ich ins Schwitzen. Ja, und hallo, unsere Stargäste, genau. Habe ich noch nicht erwähnt, das ist so Foliendach. Das ist wohl eine ganz spezielle Konstruktion, wie sie auch bei der Bay Arena oder so, oder Bayern München Arena, oder ist das, wie heißt die, Bay Arena? Bay Arena, wie sie da auch im Einsatz ist. So, habe schon gefragt, ob man, wenn man eine Nadel hat, ob man da reinpieken kann, konnte mir keiner sagen, aber ist die Folie ein bisschen dicker. Sie soll UV-Licht auch durchlassen, das heißt, man wird braun und bekommt auch Hautkrebs, aber man kann was anziehen. So, nochmal ein kleiner, ja, so ein bisschen was zur Orientierung. Also dieser Pool ist ja, wenn man den so sieht, ist er so groß wie alle Pools auf allen AIDAs bisher zusammen. Ja, also nicht mehr nur Modell Pfütze, sondern schon ein bisschen größer. Na, also so riesig ist er nicht, aber es ist schon so, ja, dass man das als normal wahrnimmt. Soll ich mal weitergehen? Ja, hier alles Palmen. Und dann gehen wir da nochmal nach unten hin. Hier finden abends statt liegt nahe Beachpartys, jeden Abend. Ne? Also das ist jetzt nicht so wie früher, wo man so innerhalb einer Reise
vielleicht eine Poolparty, zwei Poolpartys hatte, sondern hier ist jeden Abend was. Und das Coole ist, das ist jetzt nicht nur hier der DJ, komm, hol das Lasso raus oder so. Nein, es ist vor allem auch eine sehr gute Band, zumindest jetzt auf dieser Reise. Tolle Musik machen die. Fand ich sehr, sehr gut. Die Band nimmt dann dort oben Platz. Ja. Und ja, also das ist dann da im Moment die Band. Ja, guck mal, hier kommt jetzt ein guter alter Bekannter, wenn man so will, die AIDA Bar. Ja, das ist ja diese Sternenform AIDA Bar, sonst immer deutlich tiefer gelegen an Bord. So, und das ist ja diese alte Geschichte. Das sollte halt, das war ja immer die Grundüberlegung, als man das eingeführt hat, es sollte halt so ein bisschen kommunikativer sein, weil auf der anderen Seite steht dann jemand, kommt man vielleicht ins Gespräch oder so, idealerweise. Ja. Ja, also da ist sie umgezogen, die AIDA Bar. Ja, also hier ja, Rattanmöbel, ist das Rattanmöbel? Für mich ist immer alles Rattanmöbel, was so aussieht. Aber Rattan ist, glaube ich, ein bisschen was. Korbmöbel, würde man einfach sagen, glaube ich, ja. Oder ist Rattan das gleiche wie Korb, aber man weiß es nicht. Gut, also da, wie gesagt, dann Musik und ja, und da oben besagter Schornstein, wo man dann die Luft rauslassen kann, wenn man das möchte. Sollte das schon alles gewesen sein? Sollte das wirklich alles gewesen sein? Ich glaube, wir haben alles gesehen, ne? Es ist unfassbar. Das ist, glaube ich, das längste Live-Rundgangsvideo aller Zeiten geworden. Ich hoffe, es war für euch nicht nur erträglich, sondern es hat euch irgendwie auch noch Spaß gemacht. Ihr wisst ja, wenn ihr das Ganze buchen wollt, klickt den Link in der Videobeschreibung an. Und dann sehen wir uns wieder. Es freut mich sehr, dass es mal geklappt hat. Erster Live-Rundgang auf einem AIDA-Schiff. Schreibt mir mal in die Kommentare, würdet ihr da gerne auch mal weitere sehen? Also vielleicht sind ja natürlich dann ältere Schiffe. Oder sagt ihr, ach nee, erstmal gar nicht so interessant, wir wollen die neuen sehen. Ja? Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.